Jojojo, was geht? Da bin ich, Leute. Ich hoffe, alles gut bei euch. Ihr hattet bis jetzt eine schöne Woche. So, jo, was passt alles soweit? Ich grüße euch. Hallöchen René, Hallöchen Robert, Hallöchen Malle, was geht, was geht? Christoph, ich grüße dich, Let's Games und William auch an dich. Anushan, auch dir einen schönen Abend. Und Kartoffel, was geht, wo 100? Ja, chill, wir fangen gerade erst an. Was war nochmal die Combo? Genau, Jack plus Schreier. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Das könnte ein langer Run werden. Warte mal, das wird jetzt angefangen. Moment, Schreihals plus Jack. So. Was hatte ich angefangen? Ich glaube, Revolver war ganz geil. Wir probieren es mal. Es könnte auf jeden Fall was länger werden. Die Combo war ja schon ziemlich gestört, hatte ich gemerkt. Okay, wir gehen am Anfang, glaube ich, erstmal direkt auf ein bisschen Leben und Schaden. Versuchen dann mit den Revolvern. Laserwaffe wäre eigentlich auch ganz geil. Eigentlich drüber nachgedacht, jetzt die mitzunehmen. Ah, vielleicht sogar Laserwaffe tatsächlich. Ich probiere mal Laserwaffe. Ich glaube, letztes Mal hatte ich mit den Revolvern angefangen. Wir werden wahrscheinlich den Schaden von der Laserwaffe schon brauchen. XP ist natürlich auch sehr, sehr geil. Geld sollten wir in diesem Run gar keine Probleme haben, auf jeden Fall. Mit der Combo, das ist komplett gestört. Und Jo Elmert, was geht? Hendrik, ich grüße dich. Toavi, ich hoffe auch alles gut bei dir. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Ich hoffe, ihr hattet eine entspannte Woche bis jetzt. Wir versuchen heute tatsächlich mal wieder die 100 zu knacken, einfach weil ich Bock drauf habe. Einfach mal probieren, ob es klappt. Wenn nicht mit dieser Combo, dann gar nicht, weil die Combo ist einfach komplett gestört. Ah, zwei Rüstungen, würde ich sagen, ist auch nicht verkehrt. Und nochmal ein bisschen Schaden. Machen erstmal die Laserwaffen voll, let's go. Und noch eine, sehr schön. Das Spiel gönnt schon mal die ganzen Laserwaffen. Komm, eine noch. Schade. Drei Elite-Gegner ist auch schon mal eigentlich geil, wenn ich drüber nachdenke. Und jetzt hier mit der Laserwaffe können wir richtig schön durchrasieren. Direkt hoch ab in das Teil, damit wir richtig fetten Damage machen. Attack Speed würde ich auch gerne haben. Aber erstmal noch mehr Schaden. Bisschen mehr XP wäre auch nicht verkehrt. Für später auf jeden Fall. Wir kriegen halt so viel Geld mit dieser Combo. Das ist einfach nur krank. Ah, bisschen mehr Glück ist auch nicht verkehrt. Noch ein bisschen mehr Schaden. Fängt schon mal ganz gut an, würde ich sagen, der Run. Namen zusammen, Roberto, was geht? Ich grüße dich. Hab die Woche Urlaub. Ja, nice. Und Dominator, was geht? Schönen Abend wünsche ich dir. Let's Games, du machst geile Videos, wollte ich mal loswerden. Vielen lieben Dank von dir, freut mich zu hören. Und Atze, was geht? Was geht, was geht? Ich grüße dich, schönen Abend. Oh, schon die 100 Damage am Start, let's go. Ich sehe das Potenzial. Ich habe die Kombo ja letztes Mal schon mal ausprobiert und da sind wir halt wirklich entspannt durchgegangen. Aber dann musste ich leider ausmachen, weil es einfach ein bisschen zu spät geworden ist. Jetzt ist das einzige Ziel des heutigen Streams, ist, dass wir mit dieser Kombo die Welle 100 schaffen. Ich hoffe, wir kriegen direkt den ersten Run, den God Run, hin. Wir haben einfach drei Level gemacht. In Welle 4 einfach drei Level, so viel Geld kriegen wir. Das ist komplett gestört. Das ist wirklich einfach komplett gestört. 15 Attack Speed, sehr, sehr geil. Ich nehme, glaube ich, noch ein bisschen Glück mit. Aber mit dem ganzen Geld können wir natürlich extrem viel arbeiten. Elefantenbaby ist auch, nehmen wir auch mal mit. Und Crit wäre auch ganz geil mit unseren Waffen. Mehr Gegner nehmen wir auch mit. Alles an mehr Gegnern kommt auch rein. Das wird richtiges Geböller. Und Potato, was geht? Ich grüße dich. Was geht, was geht? Ja, Schreihals plus Glückspilz ist definitiv keine schlechte Kombo.
Aber die Kombo, die wir heute spielen, die ist einfach komplett gestört. Ich glaube, das ist aktuell die beste Kombo, die man spielen kann. So wie der Endlos-Modus im Moment funktioniert. Wir haben auch nur die kombinierten Charaktere. Ich spiele die Mod ohne die neuen Items, weil das wäre dann einfach zu krank. Ich will es wirklich schaffen, dass wir nur die beiden Charaktere kombinieren, aber nicht irgendwie dann noch neue Items haben oder so. Wir haben nur die Standard-Items, die normal auch im Spiel sind. Damit es ein bisschen schwieriger wird auf jeden Fall und nicht auch irgendwelche super krass gemoddeten Items. 12% Schaden nehmen wir mit und 3 Fernkampfschaden. Leveltechnisch sind wir einfach schon komplett eskaliert wieder. Attack Speed, sehr geil. Noch eine Laserwaffe, dann sind wir schon komplett blau. Das schmeckt auch. Und da machen wir uns doch schon mal die erste Lilane, die einfach schon 174 Schaden macht. Einfach ein Fallet 6. 174 Schaden, ja moin. Wenn das nicht fair ist, dann weiß ich aber auch nicht. Ein bisschen durchstecken. Ich muss natürlich aufpassen, dass wir nicht zu aggressiv spielen. Weil die Gegner schon Schaden machen auf jeden Fall. Das wird lustig werden später. 15 Glück nehmen wir auf jeden Fall mit. Sehr, sehr geil. Und hier drehe ich nochmal ein bisschen Crit auch direkt. 55 Glück haben wir auch so schon. Das schmeckt auf jeden Fall auch. Durchschlagschaden könnte ich mir auch ein bisschen erhöhen. Plastiksprengstoff. Könnten wir jetzt natürlich mitnehmen und darauf pokern, dass wir später auf jeden Fall die irgendwas Explosives gehen. Aber das weiß ich jetzt noch nicht. Und das ist mir jetzt zu viel Geld. Polster direkt jetzt schon. Ah, nee. Nee, brauchen wir jetzt noch nicht. Hummels, das kommt eh später noch oft genug. Tentakel, sehr geil. Tentakel nehmen wir auf jeden Fall mit. Da freut mir. Wie weit seid ihr letztes Mal gekommen? Letztes Mal habe ich den Run nicht, habe ich bei Welle 40, glaube ich, aufhören müssen, weil da war es schon über 0 Uhr und ich wollte eigentlich um 10 Uhr schon ausmachen. Deswegen habe ich, da habe ich aber auch schon gesagt, wir machen im nächsten Potato-Stream dann Eskalation und versuchen wirklich die 100 zu knacken. Also das ist jetzt mein erster Run heute. Ich habe gerade eben erst angemacht vor 10 Minuten oder so. Und wir versuchen jetzt direkt mit diesem Run die 100 zu knacken. Das könnte funktionieren, könnte aber auch schief gehen. Mal sehen. Also man sollte auf jeden Fall nur mit dieser Kombination easy in die 60er, 70er kommen, ohne dass man einen besonders starken Run hat. Also einfach mit normalen Items, normales Glück. Wenn man dann den God-Run bekommt, sollte man, glaube ich, relativ gut hier mit die 100 erreichen können, aber... Ich gebe auch zu, ich war noch nie in Nähe 100 im neuen Endlos-Modus und das könnte, glaube ich, dann doch schon ein bisschen ekelhaft werden. Kommt ein bisschen drauf an, was wir so bekommen. Bisschen Rüstung nehme ich auch noch mit. Oh, das ist geil. Mehr Attack Speed und mehr Schaden. Dann nehmen wir direkt noch mehr Schaden mit und noch mehr Schaden. Billigere Items wird uns auch auf lange Sicht sehr in die Karten spielen. Und Silberkugel auch sehr, sehr heftig für uns. Silberkugeln jetzt im Endlos-Modus natürlich auch komplett gestört. Taschenfabrik einfach... Nehmen wir mit, dann ist er weg. Nervt uns nicht mehr in die Kisten. Und guten Abend, Philipp, was geht? Razer auch an dich, ein schöner Mr. Pyron, ich grüße dich. Und Karotki auch einen schönen Abend an dich. Ich hoffe, ihr hattet alle eine schöne Woche, die gerade neu reingekommen sind. Bis jetzt zumindest. Bergfest und so. Welche Charaktere werden gespielt? Wir spielen Schreihals plus Jack. Die Combo ist komplett gestört. Man kriegt übel viel Geld. Man kriegt dadurch auch übel viel XP natürlich. Und ja, es ist einfach... Die Combo ist einfach lächerlich. Es spawnen relativ wenige Gegner, aber das spawnen halt schon vergleichsweise viele. Weil der Jack gibt dir ja minus 75 Gegner. Der Schreihals gibt immer wieder plus 50% Gegner, heißt, du hast eigentlich nur minus 25% Gegner und die droppen aber alle so viel Geld wegen Jack und das ist halt komplett lächerlich. Es ist wirklich, schau dir an, wie viel Geld ich hier mache in Runde 8. Einfach fast 600 Tacken, obwohl, ja, vielleicht schaffen wir die 600, nee, nicht ganz. Aber das ist wirklich lächerlich. Ach komm, nehme ich jetzt mit, wenn wir es geschenkt bekommen, mehr Gegner nehmen wir auch mit.
Wenn schon, denn schon, hier wird richtig geballert. Mehr Glück nehmen wir auch mit. Bisschen Tempo ist auch nicht verkehrt. Bei der 9 könnte jetzt ein bisschen unangenehm werden, tatsächlich. Weil ich nicht so viel Text mit habe und direkt das nächste voll ist. Aber mal sehen, ob wir das hinkriegen. Dann wieder Vernichter gehen. Ja, ich schau mal, ich schau mal. Und Aloha Kampfkeks und Owen, ich grüße dich. Auch an euch beide einen schönen Abend. Also, was wir später gehen, ich denke mal, Vernichter ist vom Damage-Potenzial am krassesten, was wir machen können. Tomaki-Inwerfer gehen natürlich auch immer. Damit könnten wir dann die ganze Map wegsprengen, aber mal schauen. Oh, das könnte hier echt ein bisschen gefährlich werden mit den Laserguns. Weil es spawnen halt fast so viele Gegner wie normal eigentlich schon. Wenn man einen normalen Charakter spielt, Problem ist, die halten alle mehr aus. Und ja, das ist hier gerade ein bisschen ekelhaft. Oh, ich glaube, ich sterbe, Jungs. Ich glaube, die Laserwaffen sitzen nicht. Vielleicht hätte ich doch Revolver gehen sollen. Ah, komm schon. Das kann so nicht enden schon. Oh, es endet so. Es endet so. Okay, Leute, wir gehen Revolver. Laserwaffen sind zu langsam. Mal wieder haben mich die Laserwaffen hops genommen. Wir gehen Revolver. Das ist besser. Die sind einfach schneller. Laserwaffe hat mich leider... Hat leider mal wieder gezeigt, warum die Laserwaffe eine schlechte Waffe ist. Weil wir natürlich den Jack nicht mit so wenigen Gegnern spielen wie normal. Da hätte ich nicht mit Laserwaffe starten sollen. Letztes Mal habe ich auch mit Revolver gestartet. Das lief deutlich besser. Egal, war eh erst Aufwärmrun. Zum Warmwerden. Wir nehmen warme Leben, glaube ich, mit hier und ein bisschen Rüstung. Machen wir uns erstmal die ganzen Revolver rein. Ah, ein bisschen Ernte zum Anfang wäre auch nicht verkehrt. Wir verlieren halt jede Runde immer 3 Ernte. Aber so dringend brauchen wir die jetzt nicht, die Ernte, ehrlich gesagt. Aber wir haben eh so viel Geld, wir können sowieso alles kaufen, was wir wollen. Bisschen Fernkampfschaden. Ah, Regeneration, lila, Koch, komm, nehme ich mit. Wenn wir schon so früh was Lilanes bekommen, dann können wir das auch reinstecken. Letzter Revolver, sehr geil, die Ernte nehme ich auch gleich mit. Sehr schön. Wie ich werde, achte noch keine Vernichte. Mutant ist eigentlich schlecht. Ja, der Mutant ist halt nicht so geil mit, weil er einfach so teure Shops hat. Das ist halt, der Mutant ist halt leider kein geiler Charakter. Die Shops sind einfach zu teuer. 50% teurere Shops dafür, dass du schneller levelst, das ist halt nicht, das ist nicht worth. Im Endless-Modus leider. Egal mit was du den kombinierst. Im Endless-Modus willst du einfach so viel Geld wie möglich haben und so billige Shops wie möglich. Und da ist einfach der Mutant. Der bringt dann nichts davon, was du haben willst, ehrlich gesagt. Angriffstempo können wir auch mitnehmen und noch ein bisschen Schaden. Wir müssen jetzt am Anfang richtig auf Schaden eskalieren, auf jeden Fall. Die Dinger am besten auch direkt hochappen. Na, komm schon. Gib mir noch einen Revolver. Sehr geil. Direkt hoch mit den Teilen. Damit wir da einfach den Schaden haben, um die Gegner zu töten, weil die einfach sonst zu viel aushalten. Ja, geht einigermaßen so. Natürlich machen wir jetzt nicht so viel Schaden wie mit der Laserwaffe, aber es ist in Ordnung. Danke, Schaden nehmen wir mit und will ich eigentlich gar nichts haben, nehmen wir nochmal Schaden. Und nochmal Schaden, let's go, dann machen wir 34, ist okay. Und mehr Revolver, komm. Gib mir mehr Revolver, spiel bitte, ich brauche die Dinger, wir brauchen den Schaden, verdammt. Gut, dann nicht, dann kaufen wir was anderes und kaufen gleich einen Revolver und uns natürlich auch direkt mehr Gegner holen. No risk, no fun, wir haben schon mal ein Gecko-Baby bekommen, auch sehr nice. Metalldetektoren sind auch ein richtig geiles Item auf der Combo.
Durch die ganzen Materialien, die auf dem Boden rumfliegen, natürlich. Einer 52, das geht klar. Ah, Reichweite und Ausweichen brauche ich jetzt beides noch nicht. Lieber Fernkampfschaden und Attack Speed. Wir gehen jetzt erstmal voll und ganz auf Schaden. Erstmal nicht so auf Defensive und mehr Gegner. Let's go. Mehr Attack Speed natürlich auch sehr geil. Komm schon, bitte gib mir noch einen Revolver. Yes. Haben wir schon mal alle Revolver blau. Sehr gut. Köder auch sehr geil, auch wenn es gar nicht mal so einfach ist, die Aliens zu töten, weil die halt unglaublich viel aushalten. Aber ey, was geht? Anne, ich grüße dich. Schönen Abend wünsche ich dir. Und Maximilian, was geht? Das ist gerade alles live. Live und in Farbe. Und Damian, was geht? Ich grüße dich. Auch einen schönen Abend an dich. Ja, das stimmt schon, Abend schon, aber ich will sowieso die Waffe nicht bis zum Ende benutzen, die wir jetzt am Anfang nehmen. Und Laserwaffen sind einfach bei zu vielen Gegnern Trash. Die schießen einfach zu langsam. Die machen natürlich krassen Schaden, das stimmt, aber Schaden ist halt nicht alles. Wenn du nicht genug Feuerrate hast, dann bringt dir der Schaden halt auch nichts, weil dann schießt du zwar... Die Gegner sterben ja sowieso mit einem Hit. Also wenn ich jetzt 40 Schaden mache und die sterben mit einem Hit, dann ist ja scheißegal, ob ich 200 Schaden mache oder nicht. Aber wenn ich die 40 Schaden schneller mache, habe ich mehr davon... In Gegnerwellen, wo viele Gegner kommen, als wenn ich jetzt die 140 Schaden oder 200 Schaden viel, viel langsamer mache. Deswegen wird man dann öfter mal überrannt mit denen, leider. An sich eine coole Waffe, aber leider für viele Gegner, auf die wir ja gehen jetzt hier auch, nicht so optimal. Und später dann versuche ich eher auf eine ultra krasse Carry-Waffe zu gehen. Die dann alles zerstört, wie Atomraketenwerfer oder Vernichter, je nachdem was kommt. Da bin ich jetzt erstmal nicht wählerisch später. Da werden wir schauen, was uns so... Das Potato-Glück präsentiert, ob wir da eine richtig geile Waffe bekommen. Oh, gefährlicher Hase so früh. Das gefällt mir aber auch schon mal gut. Gecko-Baby, noch mehr Gegner. Let's go. Noch mehr Gegner. Okay, ich nehme jetzt gerade schon sehr viele Gegner mit. Es kann noch nach hinten losgehen. Aber no risk, no fun. Man muss halt was riskieren, wenn man hier einen geilen Run haben will. Wir müssen alles an Geld und XP mitnehmen, was wir kriegen können. Auch wenn uns das ein bisschen gefährlich werden kann. So, kann ich dich töten? Jawohl, kann ich. Und dich bitte auch. Ah, nee, wird dann doch ein bisschen hart. Aua. Ah, nee, ist jetzt nicht so schlimm, wenn wir den nicht töten. Hauptsache, wir sterben nicht. Weil die Runde sich schon geldtechnisch sehr, sehr lohnt für uns. Komm schon. Wie viel er aushält, der scheiß Alien. Jetzt stirb doch mit deiner blöden Kiste. Ach komm, jawohl. Haben einfach schon wieder zwei Level gemacht. Dünger nehmen wir mit, ist einfach ein bisschen mehr Ernte schafft. Soße ist auch nice. Oh, 20 Glück direkt. Ah, da. Ich will auch Attack Speed, aber 20 Glück kann ich nicht liegen lassen. Das ist zu geil. Vor allem, weil wir noch kein Glück haben. Tempo brauche ich jetzt gerade nicht so dringend. Fesseln können wir auch erstmal vergessen. Mehr Bäume, Lederweste auch sehr, sehr geil. Scharfe Kugel wäre ja auch eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, dann würden wir natürlich kaum Schaden machen, wenn wir Gegner durchdringen, aber wenigstens durchdringen wir dann Gegner. Und wir können später immer noch Kürbisse mitnehmen und so. Also ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall für uns. Köder, die Gegner sind ein bisschen zu gefährlich aus den Ködern, glaube ich. Metalldetektor, nice, das Ding brauchen wir. Metalldetektor ist richtig sexy. Und Tentakel ist auch sehr sexy. Das nehme ich vielleicht gleich auch mit, mal gucken, was wir noch kriegen. Aufgenommen und live kommentiert. Nein, ist nicht aufgenommen. Das ist hier alles live. Passiert hier gerade, während ihr zuschaut. Tatsächlich sogar. Die Jack-Angler-Kombo war schon verdammt wild. Ja, die ist... Stimmt, die war auch wild. Jack-Angler. Was an der Kombo so krass sein soll. Du hast halt Schreihals und Jack. Und Jack hat die Eigenschaft, dass jeder Gegner 200% mehr Materialien droppt. Und Schreihals natürlich die Eigenschaft, dass du viel mehr Gegner spawnst. Das heißt, wenn du Jack und Schreihals kombinierst, hast du einfach die Eigenschaft, dass die Gegner direkt von Anfang an nur 25% weniger spawnen.
wenn du Jack alleine spielen würdest, hättest du 75% weniger Gegner und dadurch spawnen dann direkt von Anfang an so viele Gegner, dass du so viele Materialien hinterhergeworfen bekommst, dass du schadenstechnisch und itemtechnisch dem Spiel einfach davonläufst. Das ist halt nicht darauf ausgelegt, dass du von Anfang an so viel Geld zur Verfügung hast und deswegen ist die Kombo krass, weil du einfach, du siehst ja, wir spielen gerade Jack und der Gegner, die Gegner sind hier schon ordentlich am Start. Also das ist halt, wenn du normalen Jack spielst, hast du hier so 10 Gegner auf dem Bildschirm gefühlt oder 15 Gegner. Wenn überhaupt, maximal. Und wenn du jetzt halt die Combo hier spielst, hast du hier schon eine ordentliche Menge Gegner am Start und das sorgt halt dafür, dass du halt, ich meine, in einer Runde fast 600 Materialien in Welle 8, das ist halt, das schaffst du mit keinem Charakter. Und das ist der Vorteil dieser Combo. Versuchst einfach so schnell so krass zu werden, dass du das Spiel komplett zerstörst und dann mit dem ganzen Geld, was du verdienst, einfach so viele Items zu bekommen, die später dann im Endlos-Modus scalen, dass du einfach lange genug stark bist, dass du sehr weit kommst. Was jetzt auch einfacher klingt, als es ist natürlich, weil Endless-Modus ist immer noch heftig, aber es ist auf jeden Fall die stärkste Kombo, würde ich sagen, aktuell, die man so spielen kann, wenn man diese Kombinationsmod spielen möchte. Wenn man so weit wie möglich kommen möchte, würde ich aktuell schon sagen, im Vergleich zu dem, was es sonst so gibt, weil der Bauer, der ist nicht mehr relevant, der Bauer ist einfach gekillt. Durch die Ernteänderung, dadurch, dass er viel zu viel Ernte verliert im Endless-Modus. Kartoffelwerfer sind auch nicht mehr wirklich relevant. Klar, kannst du immer noch benutzen, aber da würde ich jetzt halt sagen, lohnt sich auch nicht mehr wirklich. Und da kann man mit so einer Combo dann, glaube ich, das meiste aktuell rausholen, wenn man wirklich weit kommen will. Weil letztes Mal, als ich damit einen Run gemacht habe, war es so unglaublich easy. Wir haben einfach, ich hatte so viel Geld, ich konnte einfach nicht mehr sterben. Ich habe Kisten bekommen, Geld bekommen. Einfach alles. Ich meine, schau dir das mal an. Wir machen hier in der Runde wahrscheinlich 1000 Materialien. Ich weiß jetzt nicht, mit wie viel ich reingegangen bin. Aber das ist komplett gestört. So viel machst du mit dem Schreihals, mit 6 Diebesdolchen. Machst du nicht so viel Geld in der Runde. Jetzt hier alles aufsammeln könnte, hätten wir locker 1200 oder so gemacht. Haben schon, ja, schade, nicht alles aufsammeln können, aber ist heftig. Bandana, ey, sehr nice, kann nicht mehr reden. Adrenalin nehmen wir auch mit, auch sehr geil. Ah, Rüstung haben wir eigentlich schon genug. Ich nehme ein bisschen Attack Speed mit und Fernkampfschaden, let's go. Bisschen Ernte auch, ach komm, noch ein bisschen Ernte und direkt mehr Gegner. Und jetzt fängt es schon an, jetzt können wir schon anfangen, hier im Shop halt übel viel zu kaufen. Crit will ich auch noch haben. Die Maus will ich auch noch haben. Noch mehr Gegner, Fernkampfschaden und Attack Speed wollen wir natürlich auch noch haben. Der Hase, sehr, sehr geil, dass wir die so früh bekommen. Dich nehmen wir auch mit. Seltsames Buch. Ja, ne, ist ein Klassiker. Nehmen wir auch mit. Dann kriegen wir gleich bestimmt die Jagdtrophäen schon. Und noch eine Tentakel. Wir kriegen ja gerade richtig viele Tentakel. Dich nehme ich, glaube ich, auch mit. Wir brauchen ein bisschen Tempo. Hallo zusammen, AK, was geht? Und Killer King, was geht? Ich grüße dich. Royal TS, ich weiß nicht, ob du schon mitbekommen hast, aber Schreihals plus Jack. Bei dir läuft die Mod nicht, müsste aber eigentlich. Neues Haus haben wir jetzt gesehen, God of Weapon Potato plus Backpack Hero. God of Weapon hatte ich, glaube ich, schon mal angetestet in irgendeinem Stream. Und Jedediah, was geht? Ich grüße dich. Sonst hätte ich es jetzt verpasst. Ich habe aber immer Steve, ich habe immer, wenn nichts dazwischen kommt, werde ich immer auf YouTube mittwochs und samstags live sein und ich kündige das auch immer vorher schon an. Also dieser Stream hier war auf meinem YouTube-Kanal schon mehrere Tage angekündigt im Voraus. Da versuche ich, dass es halt so viele Leute wie möglich mitbekommen, weil ich weiß, dass es halt schnell untergeht. Und dann alle, die Bock drauf haben, können ja vorbeischauen. Sind herzlich eingeladen. Deswegen. Und auf meinem Discord habe ich es auch nochmal so, da poste ich es dann auch immer, wenn ich live gehe und so. Ich versuche schon, dass jeder, der es mitkriegen möchte, es auch mitbekommt. Aber ich kann natürlich verstehen, dass man da im YouTube-Wirrwarr und generell das meist schnell mal verpasst. Ah, oh, läuft ganz gut jetzt hier, aber Welle 10 fühlt sich hier jetzt auch, obwohl wir Jack haben, schon wieder ein bisschen nach Horde-Welle an, aber ist alles gut, wir machen das. Wir könnten auf jeden Fall jetzt ein paar Kürbisse gebrauchen, weil wir schon so viele Durchdringungen haben. Und ich mir die blöden Kugeln genommen habe. Ja, war geil. Geile Runde, Taschenfabrik, nehmen wir mit.
Ah, nee, wir kaufen jetzt gleich Tempo im Shop. Noch mehr Glück. Let's go. Noch mehr Tempo, noch mehr Crit. Das läuft gerade wie geschmiert. Dreieck der Macht. Ich bin kein Dreieck der Macht-Hater mehr. Ich nehme Dreieck der Macht jetzt immer mit, weil wir sowieso nicht auf die Items gehen, die uns Schaden machen. Revolver 4. Let's go. Okay, Leute, das ist der Run. Na und Landei, was geht? Ich grüße dich. Hast du dir mal Death Must Die angesehen? Ja, Death Must Die habe ich sogar ein Video schon zu gemacht. Ist ein ultra geiles Spiel. Wenn ihr es nicht kennt, solltet ihr euch das unbedingt mal reinziehen. Wenn ihr Brotato und generell dieses Genre mögt, dann definitiv eine hundertprozentige Empfehlung. Sehr geiles Game. Aber leider noch kein Content in der Demo. Also man kann in der Demo nur bis 10 Minuten spielen. Es ist alles drin in der Demo, aber nach 10 Minuten ist der Run halt vorbei und dann musst du einen neuen Run anfangen und da kann man halt leider nicht so gut was zu machen auf YouTube, weil das ist halt einfach viel zu kurz, beziehungsweise einfach kann man nicht viel zeigen. Aber auf jeden Fall Demo mal abchecken, Leute, ist kostenlos. Death Must Die kann ich euch nur empfehlen, ist ein geiles Game. Werde ich auf jeden Fall mehr zu machen, wenn die Early Access Version kommt. Ich freue mich jetzt gerade auf jeden Fall ultra krass auf die Early Access Version von, wie hieß das Spiel? Thronefall? Da habe ich richtig Bock drauf. Das Spiel hat es mir richtig angetan. Das macht richtig Laune. Kann ich euch auch nur 100% empfehlen. Ist natürlich ein bisschen anders als Potato und generell. Aber sehr geiler Mix. Aus Horde Survival und Base Building. Also auch wirklich Demo auch kostenlos. Aber es gibt so viele geile kostenlose Demos im Moment. Ist dann immer schade, wenn man sich das komplette Spiel noch nicht holen kann. Das macht mich dann immer traurig, weil das Spiel einfach geil ist. Und man es dann haben will, aber naja, so ist es halt. Kostenlose Demos, da kann man sich, glaube ich, nicht beschweren. Wir ballern uns jetzt hier nochmal weiter alles voll. Und Killer King, ich danke dir vielen lieben Dank für dein, ja, wie nennt man das hier auf YouTube? Mitgliedschaft, genau heißt das hier auf YouTube. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung, sehr lieb von dir. Spielabend finde ich gut, was geht, Frank? Ich grüße dich. Da verpasst man sogar schon. Alles gut, Steve. Seit wann on? 18.30 Uhr, glaube ich, ungefähr. Moin, Leute, was geht? Ich mache da nicht mit. Ich grüße dich. Wenn es im August kommt, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Yet Another Zombie Survival wurde mir auch schon vorgeschlagen. Werde ich. Ach, jetzt habe ich weitergedrückt, weil ich gerade so am. Ich hätte es am Erzählen, war egal. Wir sind stark genug. Yet Another Zombie Survival werde ich mir auch, glaube ich, anschauen. Das haben jetzt schon einige empfohlen und ich habe da auch jetzt schon ein, zwei Videos gesehen. Ich finde, das hat auch Potenzial. Ist ein, vom Style her natürlich ein bisschen anders, also ist ein bisschen ernster. Also mit Zombies und Blut und so, aber ich meine, vom Gameplay her sah das auch ordentlich aus. Also sah danach aus, dass das für alle Leute, die so dieses Genre hier, Vampire Survival Likes, mögen, ich glaube, für die ist das auch eine gute Sache. Also werde ich vielleicht auch mal reinschauen nächste Woche, weil die Videos für diese Woche sind alle schon durch. Die sind alle schon hochgeladen. Ich produziere das ja immer im Voraus, damit ich halt in der Woche Zeit habe, um Sachen zu machen, die kein YouTube sind. Deswegen, die Videos für diese Woche stehen alle schon. Aber vielleicht schaue ich nächste Woche mal rein und guck dann mal, wie es so ist. Und wenn es geil ist, mache ich da auch was zu. 5 Leben, eine Rüstung verlieren, können wir uns das gerade erlauben? Ja, für 15 Tempo und 10 Ausweichen geht das klar. Und wir kriegen direkt die Steinhaut. Geil, mehr Leben und ein Traktor ist auch ziemlich geil. Tank am Schaden auch nice, 20 Glück. Dann nehmen wir uns wieder ein bisschen Rüstung. Läuft bis jetzt tatsächlich ziemlich gut, aber wir haben auch eine Menge Asche. Ich habe die Jagdtrophäe, die erste. Sehr, sehr geil. Polster direkt noch eins. Nee, Quatsch, das ist das erste. Oh, der Pfau. Leute, no risk, no fun, hätte ich gesagt. Silberkugel, richtig geil. Dann haben wir schon zwei davon, oder? War das? Nee, Quatsch, eine. Leute, der Run eben ist so früh gestorben, dass ich die ganze Zeit denke, ich hätte die Items davon noch. Oh, Klee. Oh, Klee muss ich auch eigentlich mitnehmen. Wir haben ja schon 157 Glück und den Rest sparen wir, glaube ich. Ja, komm. Spar schon ein bisschen ausnutzen. Und Mutu, was geht? Ich grüße dich. Nur 25 Daumen. Liken, 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 Leute. Macht das Plus weg. Macht das Herz weg. Wie auf TikTok oder was das ist. Alles gut. Ihr kennt's doch. Schön, immer schön sagen. Liken, liken, liken. Follow, follow, follow. Alles raushauen, was geht.
Wer liken will, soll liken. Ich finde das schon immer ein bisschen befremdlich, wenn ich das immer so am Anfang meines Videos sage. Ich komme mir da immer so vor, wie als wenn ich da jetzt so nach battle. Wenn es euch gefällt, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Auf jeden Fall auf dem Stream. Aber ich bin da immer so jemand, der da nicht versucht, das nicht immer permanent zu sagen. Einfach geht chillig zusammen Potato zocken. Und was eben noch im Chat gelesen wurde, ich weiß gar nicht mehr, wer es gefragt hat. Ja, ich werde auf jeden Fall zur Early Access Version von Thronefall mehr machen, weil das Spiel geil ist. Alien Baby nehmen wir nicht mit. Schnellere Gegner ist einfach nur Abfall. Und noch Metalldetektor. Geiles Ding. Und 16% Schaden. Und nochmal 16% Schaden. Oh, 4 Fernkampfschaden. Nee, 4 Fernkampfschaden ist auch geil. Okay, Leute. Wir kriegen Explosivgeschoss. Jetzt müsste ich ja eigentlich schon auf die Atomraketenwerfer gehen, ne? Ich glaube, ich nehme die mit. Ich glaube, ich nehme das jetzt mit und gamble, dass wir Atomraketenwerfer kriegen. Das wäre heftig. Aber ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Ist halt ein harter Gamble. Also ich würde hart auf Risiko gehen. Wenn wir die nicht bekommen, ist das Item komplett sinnlos und wir verlieren 15% Schaden. Was jetzt nicht so optimal wäre. Ich weiß nicht, ob ich es riskieren soll. Ich glaube erstmal nicht, leider. Ist mir einfach zu hart gegambelt. Community Support ist lecker. Mehr Attack Speed nehmen wir mit. Scharfe Soße nehmen wir auch mit. Oh mein Gott, wie viel Zeug ich hier gerade kriege. Das ist so krank. Ach, den nehme ich jetzt auch direkt noch mit. Wir stecken einfach alles ein. Scheiß Sparschwein. Ich spiele noch gerne Simulationen. Ja, Simulationen, bin ich gar nicht so drin, muss ich sagen. Und was geht? Schaukelpferd, ich grüße dich. Schönen Abend. Hoffe, alles gut bei dir. Er muss erstmal was abliefern. Mein bester Freund Potato gab mir Mods Stickerchen und Biopunkt? Wahrscheinlich Autokorrektur. Potato Cosplay im NPC im TikTok-Stream. Genau, nee, TikTok werdet ihr mich wahrscheinlich nie sehen. Das ist nicht meine Welt. Dafür bin ich, glaube ich, ich bin jetzt nicht uralt, ja. Ich bin 25, aber ich glaube, ich bin aus der Altersschiene bei TikTok dann doch ein bisschen raus. Also, das ist einfach nicht meine Welt. Kann ich leider nichts mit anfangen. Ich bleibe wie ein alter Hase auf YouTube. Das ist, damit kann ich was anfangen. Boah, Hordewelle ist ja ganz schön heftig hier, muss ich sagen. Da muss der Revolver ganz schön arbeiten. Gar keinen Bock darauf, jetzt hier zu sterben. Aber ich will auch noch ein bisschen Geld mitnehmen. Junge, wie fett das Geld hier ist. Geh rein da. No risk, no fun. 1800, let's go. Injektion nehmen wir mit, mehr Schaden und noch mehr Crit nehme ich auch mit. Bärtierchen, geil. Oh, und ich habe sie wieder falsch rum gekauft. Minigun, Leute. Ah, so eine Minigun. Ich meine, die macht jetzt nicht so krass viel Schaden, aber eins so eine Minigun geht schon klar. Oder dann haben wir vor allen Dingen eine schwere Waffe. Das heißt, wir haben eine erhöhte Chance auf andere schwere Waffen. Das ist eigentlich ganz geil. Und wir haben direkt eine rote Minigun, damit kann ich leben. Noch eine Maus für mehr Gegner und noch mehr Gegner, also ich raste jetzt komplett und noch eine Minigun. Ich weiß jetzt nicht, ob ich so viele von denen will, weil die machen halt schon... Ne, eine rote Minigun, dann haben wir eine schwere Waffe, haben eine erhöhte Chance. Riesengürtel, ey! Okay. Leute, das ist der Run. Ich habe die Schmutz-App nicht mal auf dem Handy. Ach, du meinst TikTok. Hatte ich auch noch nie. Ich habe es noch nie ausprobiert. Könntest mein Sohn sein und sagst, du wärst zu alt. Aus der Extra-Tonien-Mod. Hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Bin schon. Ach, drei schon. Zu alt für TikTok und zu jung für Facebook. Das stimmt tatsächlich. Facebook habe ich auch gar nicht mehr. Facebook habe ich nach meiner Schulzeit gar nicht mehr benutzt, weil wofür es habe ich, also, weiß ich nicht. Und dann habe ich es irgendwann einfach gelöscht, weil, weiß ich nicht, lohnt sich halt nicht. Wofür, wenn man es eh nicht benutzt, dann weg damit.
Bevor hier, wie heißt der, Mark Zuckerberg mir hier noch irgendwelche Sachen andreht. Der alte Alien-Anführer. Das alte Reptil. Boah, wir kriegen gerade gut Kisten. 5 Kisten, sehr geil. Und einen Haufen Geld. Ich habe auch schon eine Jagdtrophäe, 3 Metalldetektoren. Also Geld kommt rein jetzt. Cyberball, ach, nehmen wir auch mit. Wir brauchen später übrigens alles an Schaden, was wir kriegen können. Also ich nehme alles mit. Ich bin da richtig gierig. Wir brauchen alles, was irgendwie reinkommt. Oh, 9 Crit, sehr geil. Plastiksprengstoff nehme ich jetzt auch mal mit. Ich hätte vielleicht eben das Explosivgeschoss mitnehmen sollen. Das ist jetzt der Gamble. Wir haben sowieso genug Geld. Ey, Diplom, geil. Wir gehen vielleicht spontan auf Technik einfach. Oh, Weisheit, auch geil. Ich hätte gern so ein bisschen mehr Items, die auf längere Zeit uns was bringen, muss ich sagen. Also, was geil wäre, wäre, wenn wir ein paar Ringe der Selbstjustiz bekommen würden. Die dann schon anfangen, schön zu scalen. Das wäre halt heftig. Muss ich mich eigentlich wieder noch bewegen? Ich glaube, ich muss mich wieder nicht mehr bewegen gerade, oder? Nee, ich habe das Gefühl, ich muss mich gerade jedes Mal nicht mehr bewegen. Aber wir sammeln natürlich alles sein Geld ein, solange wir das Sifter League noch nicht haben oder genug Gecko-Babys. Nehmen wir hier alles mit auf der Map. Oh, das war noch eine Kiste. Komm her. Jawohl. Easy. Wir machen das Ding. Und wieder 5 Kisten. Heilgeschütz brauche ich nicht. Schlangen brauchen wir nicht. Coupon nehmen wir mit. Crit nehmen wir mit. Nochmal Crit. Okay. Wer braucht Rüstung? Wird jetzt, glaube ich, doch tatsächlich noch ein bisschen Rüstung einpacken. Aber Rüstung hat mal so gar keinen Bock zu kommen. Doch, da. 12 Leben gehen auch klar. Nochmal Elefantenbaby. Umhang. Ja, könnten wir später natürlich brauchen. Für mehr Attack-Speeds. Ja, doch, komm, 2 Fernkampfschaden kriegen wir schon wieder ran. Recycling-Maschine, sehr, sehr geil. Noch mehr Geld für uns. Kleines Magazin, noch mehr Crit. Dann sind wir schon gleich bei 100% Crit, oder? 89, 89. Ja, sieht ganz gut aus. Nochmal mehr Gegner, Verbandskasten. Auch nicht schlecht. Nehmen wir mit und noch eine Narbe. Sehr geil. Warum sollte man TikTok haben? Krebsmenschen, genau. Facebook hat mich rausgeworfen. Social Media, was ist denn das? Gleiche Kombi gespielt, direkt mit Diebesdurch, dann später auf den Plasmahammer gewechselt. Echt, mit Plasmahammer so weit gekommen. Krass. Schreihals und Jack, Dirk, spielen wir. Also, die ergänzen sich sehr, sehr gut. Man hat halt vergleichsweise viele Gegner. Und alle Gegner droppen 200% mehr Materialien, was dafür sorgt, dass du halt unglaublich früh schon übel viel Geld bekommst. Und wenn du dann noch auf mehr Gegner gehst, wird es einfach nur noch lächerlich. Du machst irgendwie pro Runde 2000 Materialien, ohne dass du irgendein Item hast, was dein Geld erhöht. Also ohne Metalldetektoren und so ein Zeug. Wenn du die dann noch dazu hast, dann ist vorbei. Und dann halt später auf irgendeine fette Monsterwaffe switchen, die alles zerstört, wenn man schon jedes Item im Spiel hat. Und dann ist easy. Also da sollten wir keine Probleme haben. Ich bin optimistisch, dass wir es zumindest über die 70er rausschaffen in diesem Run. Aber mal sehen, danach mal schauen, ob wir genug Power haben. Aber erstmal jetzt langsam anfangen, wir müssen da erstmal hinkommen. Wie gesagt, das wird heute ein langer Run werden. Wahnsinn, nehmen wir mit. Attack Speed. Ah, boah, ja, komm, erstmal ist noch okay. 3 Fernkampfschaden packe ich auch mal ein. Und 9 Ausweichen, dann haben wir das auch. Ah, wait, ich hatte Ausweichen schon voll. Egal, wir haben eh genug Geld. So, Leute, erster Elite-Kampf, glaube ich.
Ich sag mal so, der wird nicht sehr lange überleben. Kleiner Spoiler, also der wird es nicht lange machen bei unserem Schaden. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich nehme auch nochmal mit für später, wenn wir den Stromgenerator kriegen. Irgendwann wird er schon kommen. Holster nehmen wir auch mit, das nehmen wir auch mit und ein Gecko Baby Dreck, der macht geht auch noch und mal hoffen, mal gucken, wie wir kriegen. Morgen, Matthias, was geht? Schönen Abend wünsche ich dir. Wir versuchen heute Welle 100 zu knacken, komme was wolle und tschüss. Heute ist der gesamte Plan für den Abend, ist einfach versuchen, Welle 100 zu knacken und dann vielleicht sogar noch weiterzukommen, je nachdem, wie der Run dann aussieht, ob wir es überhaupt schaffen. Ich bin gespannt, ich hatte da einfach Lust drauf, weil ich letztes Mal das Potenzial in dieser Combo gemerkt habe, als sie mir gesagt wurde und ich sie ein bisschen probiert habe. Und da habe ich mir gedacht, es macht doch mal wieder Spaß, ist schon länger her, dass ich mal so versucht habe, so weit zu kommen. Und ohne kombinieren, muss ich sagen, macht es einfach keinen Spaß, so das zu versuchen. Es macht halt einfach nur Spaß, wenn man auch das Charakter kombinieren kann, weil es ansonsten halt einfach wack ist im Endlos-Modus aktuell. So, das nehmen wir auch noch mit. Die Kiste. Bitte jetzt irgendein geiles, gutes Item. Kein Diplom. Komm, kein Diplom oder kein Mammut. Na, es war so klar. Scheiß doch drauf, Mann. Es war so klar einfach. Aber die nächste Jagdtrophäe, das heißt mehr Money. Und Money wollen wir haben, also perfekt für uns. 16% Schaden ist auch eigentlich immer ganz sexy. Bisschen Ernte, damit die schön oben bleibt. Ah, Sniper-Pistole. Boah, die habe ich lange nicht mehr benutzt. Aber ich glaube, die macht ja nicht so Sinn. Rüstung nehmen wir mit, scharfe Soße nehmen wir natürlich auch mit. Da ist der Stromgenerator, let's go. Jetzt können wir auch Tempo stacken und noch mehr Schaden rausholen. Hier nehmen wir auch mal wieder ganz frech alles mit, einfach weil wir es können. Und noch eine Tasche, sehr geil, dass die jetzt auch mal kommen. Moin, moin, Leon, was geht? Schönen Abend wünsche ich dir. Grüezi, Tier, auch an dich einen schönen Abend. Welle 100 ist eine Ansage, ach, das passt. Also mit den Kombinationen, glaube ich, geht's einigermaßen. Also es wird schwer werden und wir werden die richtigen Items brauchen, aber es wird machbar sein, denke ich. Und Blue Nephalem, was geht? Schönen Abend wünsche ich dir. Black Knight, auch an dich einen schönen Abend. Und Crispy, auch an dich. Ich hoffe, ich übersehe niemanden. Manchmal, wenn so viele auf einmal reingrüßen, dann übersehe ich jemanden. Nehmt es mir nicht übel. Ich bin Legastheniker. Nee, bin ich nicht. Mit dem Bullen am Verzweifeln, gibt es da Tipps? Boah. Hoffen, dass du einen guten Run hast, aber Spaß macht er jetzt nicht. Also, du kannst eigentlich viel auf Ausweichen gehen und dann einfach spielen mit den Pazifisten. Das ist eine Möglichkeit, also dass du einfach immer im Kreis rennst und von nichts getroffen wirst. Und wenn du mal getroffen wirst, heißt du dich wieder hoch und alle Gegner sterben um dich rum. Wenn du ihn auf Schaden spielen willst, dann einfach hoffen, dass du die Blutspende bekommst oder die blutige Hand und dann geht's. Ansonsten ist es halt mega nervig. Weil du halt immer Schaden nehmen musst, um selber Schaden zu machen, was je nachdem, wie viel Defensive du hast, halt sehr gefährlich sein kann, logischerweise. Boah, jetzt mit der zweiten Jagdtrophäe ist richtig Abfahrt. Noch eine Kiste, sehr lecker, 3268, also Geld haben wir jetzt erstmal keine Sorgen mehr, glaube ich. Können wir hier noch was gebrauchen? 4 Fernkampfschaden, sehr geil, 60 Reichweite brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ja, von mir aus, wir kriegen eh gleich noch den Lucky Penny und unser letztes Polster tatsächlich schon. Hat sich das auch erledigt, endlich der Ring der Selbstjustiz, auf den haben wir gewartet und wir haben jetzt hier 10 Milliarden Dollar. Warte mal, es kommt schon Welle 20, Welle 20 in den V ist natürlich eine Ansage, aber ich glaube, wir haben so viel Schaden, dass die eigentlich sofort sterben sollten, die Gegner. Da mache ich mir jetzt nicht zu viel Kopf, also ich denke, das sollte relativ flott gehen. Silberkugel nochmal, damit es auch wirklich flott geht. Das ist schon die dritte Silberkugel, also Potenzial ist auf jeden Fall da. Ich hätte auch mal die Panikbürste mitnehmen. Noch ein V. Das ist jetzt natürlich... Leute, ne No Risk, No Fun. Das ist mein Motto. Also gönnen wir uns das. Schreiz und Jack ist das Unicorn.
Bei dir jetzt mit der Combo ab Level 30, ach, so lecker. Ach, das passt schon. Alles, was explodieren kann, mitnehmen. Ja, ich versuche. Kombinierst du? Ich kombiniere nur Standard-Chars aktuell. Also nur welche, die im normalen Spiel aktuell drin sind. Keine Mod-Chars. Wir benutzen auch keine Mod-Items. Wir haben einfach nur Jack und Schreihals kombiniert. Der Rest vom Spiel ist genauso wie Vanilla. Also das Einzige, was anders ist, dass wir Jack und Schreihals kombiniert haben, was natürlich das Spiel verändert. Und wenn man mit Mods Welle 100 schafft, ist es natürlich nicht so krass, wie man es ohne schafft. Aber ohne macht es halt einfach keinen Spaß aktuell. Beziehungsweise ist halt auch fast unmöglich, wenn man nicht die perfekten Ultra-Run hat. Und deswegen dachte ich mir, probieren wir es einfach mal hiermit. Und weil ich eben auch noch das gelesen habe im Chat, oder dass jemand gefragt hatte, warum die Mod nicht funktioniert. Ihr müsst dran denken, dass ihr auch, wenn ihr eine Mod auf Steam installiert, immer die ganzen Untermods installieren müsst. Viele denken, die werden automatisch installiert und klicken das Fenster einfach weg. Ihr müsst die Untermods aber selber händisch auf Steam raussuchen und selber nochmal installieren. Und wenn ihr das dann gemacht habt, dann sollten die Mods funktionieren. Wenn es dann trotzdem nicht klappt, habe ich keine Ahnung. Ich bin da kein Profi. Ich weiß einfach nur, wie es geht, also was man machen muss. Wenn das dann aber nicht funktioniert, dann habe ich auch keinen Plan. Ich hatte aber noch nie Probleme damit, wenn ich so gemacht habe. Das kann ich dazu schon mal sagen. Wir haben jetzt hier wieder 5 Milliarden Level gemacht. Ich will hiervon gar nichts haben. 12% Schaden, 4 Fernkampfschaden. Wir wollen einfach nur Schaden, Leute. Schaden, Schaden, Schaden. Ein bisschen Glück für mehr Kisten, weil Kisten ist auch mehr Schaden, wenn wir die richtigen Items bekommen. Retromation Kapuzenpullover. Let's go. Das nächste rote Item erledigt, das wir brauchen. Und noch ein Metalldetektor. Ich hätte noch nie 20 Metalldetektoren. Vielleicht schaffen wir das jetzt mal diesen Run. Das wäre auch mal ein Ziel. Das wäre mal ein ambitioniertes Ziel. 20 Glück her damit. 6 Fernkampfschaden nehmen wir auch mit. Nochmal ein Hase. Ich glaube, das ist auch schon der letzte Hase. Und die Fee. Die Fee verlieren wir jetzt, hat Regeneration. Aber ich will die einfach aus dem Shop raus haben. Dann kann die uns nicht mehr nerven. Und das ist eh nicht so. Genetically Modified Overkill heißt die Mod, ja. Für 480.000 pro Sekunde, was? Ist das mit den Mods für den Laien machbar? Absolut easy, ja. Das ist mega einfach. Du musst einfach nur auf Steam in den Workshop gehen und die Mods anklicken auf Subscribe und alles wird automatisch gemacht. Du musst selber nichts machen. Du musst halt nur darauf achten, dass du alle Untermods installiert hast und halt alles installiert hast, was die Mods brauchen zum Funktionieren. Aber das findest du alles auf Steam im Workshop. Das wird dir auch immer angezeigt, wenn du eine Mod installierst, wenn du was davon nicht hast. Und das kriegt jeder Laie hin, also das ist absolut kein Problem. Das ist wirklich nur raussuchen und anklicken, mehr ist das nicht. Das traue ich jedem zu. Da bin ich optimistisch. Panikwurst, ja, komm. Die Post werden wir leider nicht brauchen. Elefantenbaby können wir auch noch mitnehmen. Weil so viel droppt natürlich. Und unsere letzte Jagdtrophäe schon. Das ging tatsächlich ziemlich flott. Also die Jagdtrophäen haben wir ziemlich schnell voll bekommen. Und die letzte Maus, glaube ich, auch schon. Wir haben schon 65% mehr Gegner. Ordentlich. 30% Schaden. Auch sehr ordentlich. Mehr Bäume, noch mehr Schaden. Noch eine Silberkugel. Also das mit den Silberkugeln sieht jetzt schon richtig fett aus. Silberkugeln, habe ich gemerkt, sind wirklich, wirklich kranke Carries im Endlos-Modus. Und das ist schon, das ist die fünfte einfach. Das sieht gut aus, der Run bis jetzt, muss ich sagen. Wir sind zwar erst in Welle 21, aber ich muss sagen, das sieht sehr, sehr gut aus bis jetzt. Sparen müssen wir jetzt auch nicht mehr. Namen zusammen, Marius, was geht? Ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Ah ne, ich sag's immer wieder, weil viele Leute das natürlich immer reinschreiben, wenn ein paar Leute da sind. Ich weiß das nicht mal. Ich bin immer gleich. Das ist so eine Sache von mir ist, ich bild mir, also mir ist es einfach nicht wichtig, wie viele Leute da sind. Ich freue mich natürlich, wenn vielen Leuten das gefällt, was ich mache. Das ist klar, das tut jeder. Man freut sich einfach darüber, wenn Leute vorbeischauen.
anstatt dass keiner da ist. Aber ich habe noch nie, wenn ich gestreamt habe, hatte ich offen, wie viele Leute da sind. Ich habe keine Ahnung. Ich bin immer gleich in meinen Streams, egal ob 10 Leute da sind oder 120 Leute da sind oder was weiß ich, wie viele. Deswegen, hier ist jeder herzlich willkommen und ich versuche auch immer auf jeden einzugehen. Natürlich ist es dementsprechend schwierig, wenn ein paar mehr Leute schreiben, dass man dann immer hinterherkommt. Vor allem, weil ich in der Runde halt nicht so gut reinschauen kann. Weil ich sonst wieder in irgendwas reinlaufe und dann muss ich immer zwischen den Runden gucken. Dann übersehe ich leider manchmal ein bisschen was. Also nehmt es mir nicht übel, wenn ihr reinschreibt, dass ihr mich begrüßt oder so. Und ich das nicht sehe. Aber nehmt Tempo auf jeden Fall wieder mit. Das ist eine Menge Schaden. Das wäre nochmal mehr Attack Speed. Nehme ich auch mit. Tempo ist mehr Schaden. Her damit und ein bisschen Rüstung. Ich hätte jetzt bald sehr, sehr gerne mal eine geile Waffe. Also mal so ein Atomraketenwerfer. Langsam im Shop. Da hätte ich jetzt nichts gegen. Nochmal ein Diplom. Gucken, wie viele Diplome wir heute wieder absahen. Und natürlich auch mein Lieblingsitem, der Glückspfennig, der wäre auch sehr schön, wenn der mal kommt. Aber mal schauen. Gibt bestimmt auf YouTube Anleitungsvideos, was meinst du, Milf? Ich habe einmal zum Mods installieren ein Short-Video gemacht, das findet man, das ist mein einziges Short-Video, weil ich da mal was ausprobiert habe. Ich weiß nicht, ob ich auf Miniguns gehen will, Alexander, ich will irgendwas, was richtig fett Power hat, was richtig viel Schaden macht. Ich nicht bewegen und offline gehen. Mit der Tianjin Violence Aesthetics Mod. Was zum Teufel ist das für ein Name? Mal wieder Rufdienst, lass mich gerne von dir kurzweilig berieseln. Freut mich. Bei den Revolvern möchte ich nicht bleiben, nein. Die waren aber eine gute Startwahl. Die performen auch noch sehr gut, muss ich sagen. Aber auf lange Sicht würde ich gerne was anderes gehen. Ich hätte gerne Vernichter oder hier Dinger, wie heißt Atomraketenwerfer auf Deutsch. Genau, die hätte ich sehr gerne. Dass wir damit dann einfach alles wegsprengen. Atomraketenwerfer sind gerade später sehr, sehr geil, weil man damit alle Elite-Gegner auf einmal trifft. Und später, wenn man da 6 oder 7 von denen auf dem Bildschirm hat, ist es halt schon geil, wenn man die schnell tötet. Oder halt Vernichter für diesen kranken Grundschaden. Damit kann man auch arbeiten. Wir wollen irgendwas, was richtig viel Base-Damage hat. Und deswegen sind die beiden Waffen, glaube ich, meine Lieblingswahl. Und ich möchte jetzt ungern auf Miniguns gehen. Klar, die sind geil mit dem Riesengürtel, aber der Riesengürtel ist später nicht mehr genug alleine. Wir brauchen da einfach den komplementären Grundschaden auf den Waffen, weil der Riesengürtel immer nur aktuelle Leben aber berechnet und nicht Gesamtleben. Und da brauchen wir einfach die Power und deswegen müssen wir irgendeine fette Carry-Waffe kriegen. Deswegen gehe ich jetzt auch nicht auf die Miniguns, weil ich glaube, dass die mich auf lange Sicht nicht zum Ziel führen, wo wir hinwollen. Ah, komm, kann jetzt nicht mal so ein Atomraketenwerfer. Kettenkanone, okay, Jungs. Also Kettenkanone, da sage ich nicht nein. Kettenkanone nehmen wir mit. Fernkampfschaden und Technik. Und wir haben sogar ein bisschen Technik. Wir haben 39 Technik. Wir kriegen Technik, wenn wir Elementarschaden nehmen. Kettenkanone ist, glaube ich, sehr, sehr geil für uns. Krone, ja, ne, ist nutzlos. Kaufen wir natürlich wie immer, damit sie dann aus dem Shop raus ist und uns nicht mehr nervt. Ring der Selbstjustiz, sehr geil. Bohrer werden wir nicht drauf gehen, weil ich möchte nicht auf Nahkampf gehen. Ey, das Diplom, es hat sich gelohnt, Leute. 4-mal Diplom, wir können die Technik benutzen. Es hat sich gelohnt. Let's go. Ich habe nur GMO installiert, ja. Ich habe sonst alles Base. Und was geht, Jules? Ich grüße dich. Was schätzt du, wie viele Stunden brauchst du? Mit Chat, wenn ich mit euch rede und zwischen... Also wenn ich jetzt durchballern würde, vielleicht so 2,5 Stunden mit Chat, wahrscheinlich so 3,5. Oder, also, so plus, minus, plus, minus. Das wird schon ein bisschen dauern auf jeden Fall. Deswegen sage ich ja, es wird ein längerer Run werden. Gerade jetzt die frühen Runden, wo wir einfach noch so ultra viel Geld ausgeben müssen. Da bin ich dann ja auch relativ lange im Shop.
Da wird es schon ein bisschen dauern. Später wird es aber auch deutlich schneller gehen. Meistens so ab Welle 50 ballert man dann einfach die Runden durch und kauft sich auch nichts mehr im Shop groß. Und dann ist er so ein Selbstläufer irgendwann. Deswegen. Aber Kettenkanone ist sehr geil. Wenn wir mehr Kettenkanonen kriegen, würde ich vielleicht auch einfach sagen, wir gehen auf die Dinger. Die ballern natürlich auch heftigen Schaden raus. Nachtsichtbrille. Ja, doch. Crit wäre wieder ein bisschen Glück. Das nehmen wir mit. Glaskanone, let's go. Mehr Schaden und noch mehr Schaden. Ah, shit. Technik hätte ich jetzt ja sogar mitnehmen können. Das hätte uns wenigstens ein bisschen was gebracht. Aber Fernkampfschaden bringt uns halt auf jeder Waffe was. Nee. Polter auch, nee. Mehr Bäume, sehr geil. Augen nehmen wir auch mit extra Magen, da ist er ja, dann haben wir den auch schon mal raus. Baby mit Bart können wir jetzt hier auch tatsächlich sehr gut benutzen. Mit dem Run, weil wir so viel auf Fernkampfschaden gehen. Das wird, glaube ich, auch guten Schaden rausdrücken. Blutige Hand werden wir, wie gesagt, nicht mitnehmen. Vor allen Dingen kann ich sie jetzt auch nicht mehr mitnehmen, weil wir schon die Dreiecke der Macht eingesteckt haben und ich die eh nicht haben will. Was ist das Beste, Matthias? Spielt Reformation, verwässert nicht Vanilla. Welche meinst du jetzt? Das habe ich das davor nicht gesehen. Kartoffelkanone, ist es verwerflich, mit Gatling Laser zu starten? Hey, nee, starte, womit du Bock hast. Ist doch, geht doch um den Spaß. Ist ja kein Wettbewerb, ist einfach zum Spaß. Hauptsache, du hast Spaß an dem Game. Und Level jetzt für die Schussfrequenz. Ja, das, was du schreibst, das stimmt natürlich schon. Wenn du eine andere Mod, also wenn du deine Mods entfernen willst, musst du sie bei Steam einfach nur wieder deabonnieren. Dann werden sie automatisch deinstalliert und du kannst eine andere Mod installieren. Das Problem ist, dass es bei Brotato keinen Mod-Loader gibt aktuell, soweit ich weiß. Das heißt, du kannst nicht sagen, du kannst nicht im Spiel bestimmte Mods deaktivieren und dann andere Mods wieder reaktivieren, aber alle Mods installiert lassen. Sondern du musst die Mods, die du nicht mehr haben willst, wieder deinstallieren. Und dann sind die halt wieder weg. Dann hast du gar nichts von den Mods und kannst die dann halt nicht immer wieder an- und ausschalten, sondern du musst sie immer wieder auf Steam neu installieren und so. Das ist ein bisschen umständlich, aber ist jetzt auch kein Hexenwerk, wenn man da einmal hinter ist. Aber du kannst jede Mod jederzeit wieder ausmachen und du verlierst nichts. Du verlierst nichts im Base Game, du verlierst nichts an Vanilla Brotato, du verlierst halt nur die Mod-Items und die Mod-Charaktere und deinen Fortschritt mit denen. ¥3400 habe ich dich gerade alles ausgegeben. Okay, Coupon nehmen wir mit. Elefantenbaby. Wolfsam ist auch sexy. Panikwurst, damit die auch gleich schon mal erledigt ist. Sehr geil. 12% Schaden. 4 Fernkampfschaden. Ich bin immer noch am Überlegen, ob wir vielleicht doch... Ich mach's jetzt, Leute. Wir gamblen. Vielleicht kommt ja der Atomraketenwerfer und die 15% Schaden, die kriegen wir sowieso wieder rein. Wir haben ja schon 2 Ringe der Selbstjustiz, glaube ich. Ja, und wir kriegen eh so viel Schaden die ganze Zeit. Passt schon. Zyklopenwurm, auch sehr geil. Da sind schon wieder 12% Schaden. Minigun. Ich nehme jetzt, also wenn sie mir schon so angeboten wird, eine rote, dann nehmen wir die auch mal mit. Rote Minigun ballert ja schon. Und noch mehr Bäume, sehr geil. Ich hoffe, dass es ein langer Run wird. Ja, Killer King auf jeden Fall. Guru weiß ich tatsächlich nicht, ob ich hier die Dinger nehmen würde. Aber wahrscheinlich später schon. Also wenn du so bei 150 Tempo plus bist, dann bist du halt schon sehr schnell und kannst dich sehr schwer kontrollieren. Was haben die mit dem Medic gemacht? Das ist gerade so easy einen Run bis 48 gehabt. Wegen einem der... Medic, das war der Arzt, ne? Weiß ich, ich fand den eigentlich immer relativ stark. Es gibt einen Modloader. Ah, interessant, okay. Dann habe ich nichts gesagt, dann gibt es sogar einen Modloader. Muss ich mir mal anschauen. Wusste ich gar nicht, dass es da einen gibt. Wieder was gelernt, siehst du mal.
ganz ehrlich, wir können auch einfach AFK chillen. Warum bewege ich mich? Ich glaube, bis Welle 30. Ja gut, ich muss noch ein bisschen einsammeln, weil ich kann. Wir bräuchten jetzt noch das Sift-Relikt, dann könnte ich wieder komplett AFK gehen und müsste nichts mehr machen. Aber ohne Sift-Relikt müssen wir leider noch ein bisschen gucken, wo wir bleiben. Mein ganzes Geld hier. Dynamit, ach komm, nehme ich es einfach mit. Mehr Glück. Kürbis ist auch nicht schlecht. Schwarzer Gürtel brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, ist auch nicht. Noch mehr Crit. Der Dings kommt bestimmt, der Glückspfennig. Safe kommt der. Man muss nur believen. Ring der Selbstjustiz nochmal, auch sehr gut. Also wir haben ein ziemlich großes Glück mit den Ringen der Selbstjustiz und mit den Silberkugeln gehabt. Das könnte uns schon lange Zeit helfen. Noch mehr Glück für 5% Schaden nehme ich sowas von mit. Fernkampfschaden nehmen wir auch sowas von mit. Nochmal ein V in der... Ach, ist auch egal. Die Gegner sterben eh so schnell. Nochmal... Okay, Leute, wir gambeln jetzt richtig. Wir kriegen eh so viel Prozent Schaden. Und da ist das Sift-Relikt. Nice, dann müssen wir uns nicht mehr bewegen. Sehr schön. Endlich die ultimative nicht mehr bewegen müssen Taktik freigeschaltet. So gefällt es mir am besten. Control-Plane kannst du spielen, Mods. Ah, okay, okay. Danke für die Tipps auf jeden Fall. Wusste ich gar nicht. Gibt es den Fischer auch in der Handy-Version? Ich glaube, in der Handy-Version ist es ja noch nicht auf der 1.0-Version. Also nein, soweit ich weiß. Also die Handy-Version müsste ja noch die 0.8 sein. Also die eine Version vor der 1.0. Wenn ich mich jetzt nicht vertue, ich spiele nicht am Handy. Deswegen bin ich mir nicht sicher. Aber ich glaube, da gibt es noch nicht den gesamten Content. Die Handy-Version hängt da leider immer sehr hinterher, weil das alles dann immer aufs Handy übertragen werden muss, glaube ich. Und das macht auch jemand anders als der Entwickler vom Hauptspiel. Deswegen dauert das, glaube ich, dann immer ein bisschen. Aber ich denke mal, dass da die 1.0 auch bald kommen wird. Die ist jetzt ja auch schon wieder bald einen guten Monat draußen. Also ich denke, die 1.0 wird bald sich dann auch auf dem Handy blicken lassen. Oh, wie viele Kisten wir bekommen haben. Also alle, die dann nur am Handy spielen oder nur portabel spielen, also auch mit, wie heißt es hier, iPad oder so. Ich denke mal, da wird dann bald was kommen. Hoffe ich mal. Damit auch jeder den kompletten Content genießen kann. Weil die 1.0 hat ja doch schon sehr viel geilen Stuff reingeballert. Und nochmal Baby mit Bart. Holy shit. Das fühlt sich bis jetzt wirklich gut an. Wenn ich jetzt nur irgendwie noch an Atomraketen-Buddies rankommen würde, dann würde ich mich freuen. Wir haben auch verdammt wenig Rüstung. Das ist auch vielleicht später ein Problem. Ey, Moment, ich habe nichts gesagt. Das hat sich gerade erledigt, das Problem. Damit haben wir schon mal die Rüstung dann für später. Ah, noch eine Minigun. Also, wenn du mich so fragst, dann nehmen wir doch noch eine rote mit. Nochmal. Ah, das wird heftig. Also, wenn ich den Glückspfennig kriege, dann ist vorbei. Dann kriegen wir so ultra viele Kisten, dass es einfach nur noch krank ist. Den müssen wir aber kriegen. Den Glückspfennig. Sagenhafter Rabe klingt sehr gut. Achso, das war ein Name. Ich dachte, hey, was zum Item ist denn Sagenhafter Rabe? Ist auch die Version vor dem 1.0 Update, genau. Ich freue mich auf die Switch-Version. Ach, die kommt auch noch. Krass. Ich hoffe, auf der Switch läuft das dann einigermaßen, weil kann ja doch schon, wenn man in einer hohen Runde ist, sehr viel passieren. Und die Switch ist ja auch nicht mehr die jüngste, muss man sagen. Ich meine, wenn man überlegt, wie lange die Switch jetzt tatsächlich schon draußen ist. Kam die nicht auch 2016 oder so? Oder 2017? Das ist schon ewig her, glaube ich. Aber ich muss sagen, ich bin auch nicht so im Konsolen-Game drin. Ich bin halt wirklich
jemand, der nur am PC zockt und sonst eigentlich gar nicht. Also Konsolen und Handy bin ich eigentlich gar nicht am Start. Auge nehmen wir mit, kleiner Muskelpotz brauchen wir nicht, Lagerfeuer auch nicht. Nochmal ein bisschen Attack Speed. Ja, guck. Nehmen wir jetzt hier mal ein bisschen Rüstung mit, weil wir einfach sonst sehr wenig haben. Wenn die Bärtierchen dann mal irgendwann durch sind, aber hoffentlich sind die das einfach nie. Ich krieg gefühlt jede Runde mehr Geld. Nicht eben nach der Runde irgendwie 3000 gehabt und jetzt habe ich schon 4000 nach der Runde. Was ist denn hier los? Noch eine Kettenkanone. Okay, Leute, wir gehen auf den Kettenkanonentraum. Wir verlieren jetzt natürlich... Wie viel Leben verliere ich? 20. Wir gehen auf den Kettenkanonentraum. Jetzt ballert es auf jeden Fall. Da können wir jetzt auch schon mal schön nochmal ein Diplom einstecken. Das pusht unseren Kettenkanonen-Damage nochmal richtig lecker. Magisches Blatt nochmal für ein paar Leben. Ah, komm schon, irgendwas Geiles. Okay, ich glaube, ich lasse den Atomraketenwerfer-Traum jetzt hinter mir. Ich habe das Gefühl, wenn ich das jetzt nochmal nehme, also... Es kommen halt keine. Das würde irgendwie absolut... Oh mein Gott. Okay, Leute, das ist der Run. Das ist einfach der Run. Wie schnell die Level hochgehen, Junge. Die Level gehen einfach richtig durch. Die Level gehen einfach richtig steil. Wir sind Level 67 in Welle 29. Das ist wirklich einfach nur noch krank. Das ist krasser als normaler Schreihals auf jeden Fall. Obwohl weniger Gegner spawnen als beim normalen Schreihals, aber einfach, dass die 200% mehr Materialien droppen, das ist so dermaßen broken. Einfach zwei Level wieder gemacht und ich bin schon Level 67 gewesen. Deswegen sage ich ja, diese Combo ist halt einfach ein komplett anderes Level und jetzt, wenn wir so richtig geile Waffen bekommen, wie Kettenkanone oder so, dann ist halt auch vorbei. Dass wir die jetzt schon dreimal haben, das ist wirklich heftig. Jo, vier Level wieder gemacht. Und ich muss mich nicht mal bewegen, Mann. Ich muss einfach nicht machen. Das ist ja noch das Beste. Ich freue mich tatsächlich dann immer auf die höheren Runden, weil ich mag es auch ein bisschen was machen zu müssen. Und manchmal werde ich dann immer ein bisschen zu hibbelig, anstatt einfach stehen zu bleiben. Weil wenn man natürlich stehen bleibt und nichts machen muss, ist die Gefahr, dass man keine Fehler macht, nicht so hoch, als wenn man jetzt irgendwie anfängt, sich zu bewegen. Aber es macht doch irgendwie Spaß, sich zu bewegen. Ich gehe jetzt auf noch eine Kettenkanone. Let's go. Wer braucht Leben, Leute? Leben ist was für Weicheier. Wir nehmen... Ach, nochmal ein Bandit. Ach, komm. Wir haben eh genug Schaden. Dreck der Macht. Komm ran hier. Noch ein bisschen Rüstung. Bisschen Tempo für den Schaden. Noch mehr Rüstung und Attack Speed. Noch ein Bärtierchen. Sehr geil. Je mehr von denen, desto besser. Also ich sag mal so, wenn wir 60 Bärtierchen schaffen, sind wir unsterblich. Also eigentlich theoretisch sind wir mit 30 Bärtierchen schon mehr oder weniger unsterblich, weil wir ja auch noch Ausweichen haben und die Gegner erstmal an uns rankommen müssen. Also wenn wir so an die 30 Bärtierchen, wir haben jetzt zwei, also ich glaube, das wird nichts mit den 30 Bärtierchen, aber rein theoretisch, wenn wir es schaffen würden, glaube ich, wäre schon ziemlich heftig. Querschläge übrigens, Leute, werden wir nicht mitnehmen. Querschläge sind immer noch Bait, werden immer Bait bleiben. Querschläge sind Endlevel-Trash, weil sie euren Schaden halbieren. Und ihr verliert nochmal 25% Schaden, weil der Abpraller immer als erstes kommt. Ich glaube, das wissen viele nicht. Aber egal, wie viel Durchschlag ihr habt, der Abpraller kommt immer als erstes. Und dann verliert ihr 50% Schaden für jedes Mal Abprallen. Das heißt, wenn ihr mit eurer Kugel 491 Schaden macht, trefft ihr damit den ersten Gegner, dann prallt die Kugel ab und macht dann allen folgenden Gegnern, die sie durchdringt, nur noch die Hälfte, also 245 oder so. Und je mehr Querschläge ihr habt, desto öfter wird das halt eingelöst, also von minus 50, dann 25 und so weiter und so fort. Immer halbiert der Schaden, also Querschläge nehme ich gar nicht mehr mit dem Endless-Modus. Das lohnt sich einfach nicht. Nur weil sich da immer viele fragen, warum nimmst du nicht Querschläger, warum nimmst du nicht Querschläger?
Bandanas alleine reichen halt völlig aus. Und Querschläger sind einfach ein zu heftiger Hit für den Damage. Ach Moment, wir waren ja schon in Welle 30, da waren ja gerade Bosse. Habe ich gar nicht gecheckt. Ich dachte, das wären normale Gegner gewesen. Ups. Aber ich habe mich auch bewegt. Ich hätte stehen bleiben müssen in Welle 30 und gucken müssen, ob wir die direkt töten können. Kleines Magazin, sehr sexy. Ziegenschelle brauchen wir nicht und Werze brauchen wir auch nicht. Ich nehme einfach mal, weil es kann, ein bisschen Range. Dann können wir noch besser stehen bleiben. Und nochmal ein Panda. Ja, komm, nochmal ein Panda. Wo ist mein Glückspfennig? Spiel. Wo ist mein Lieblingsitem? Das letzte rote Item, was ich jetzt hier noch brauche, glaube ich, wenn ich mich nicht vertue. Aber der hat irgendwie gar keinen Bock. Aber dafür, wenn er gleich kommt, knallt er richtig rein. Aber leider kriegen wir den nicht. Am Handy muss man Werbevideos schauen. Und was geht, Mike? Ich grüße dich. Wenn Diplom und Taschenfabrik mal Sinn machen, the dream. Moin moin Standard, was geht? Schönen Abend wünsche ich dir. Moritz, danke. Achso, ihr habt im Chat was geschrieben. Ich hatte gerade, ich habe dir doch gar nicht geantwortet. Get Laser, bin bei 2K% Schaden. Oh ja, das ist schon heftig. Tschö. Also ich glaube, Leute, die Kettenkanone machen einen ganz guten Job, würde ich sagen. Aber echt schade. Also ich würde sagen, Kettenkanone plus jetzt noch 3 Atomraketenwerfer und wir wären's happy eigentlich. Aber so geht's auch ganz gut. Ich glaube nicht, dass wir bis Welle 50 irgendwelche Probleme haben werden und danach wird es dann spannend werden. Das ist jetzt ja eigentlich gerade nur die Aufwärmphase. Wir müssen nichts machen. Ich könnte mir wahrscheinlich in der Runde was Neues zu trinken holen gehen und würde kein Risiko eingehen zu sterben. Kleines Magazin nehmen wir mit. Propellermütze. Ja, doch noch mehr Glück. Wir wollen die 1000 Glück. Dann kriegen wir noch schön lange Kisten. Kerze will ich nicht. Tja, das nehme ich alles Trash. Ich nehme nochmal Reichweite. 16% Schaden. Bisschen Rüstung. Ein bisschen mehr XP. Bärtierchen. Sehr geil. Hauptsache, wir haben einfach genug Bärtierchen. Dann sind unsere Leben auch egal. Und nochmal ein Behemenbad. Das ist jetzt schon das dritte. Also ich sag mal so, da wird sich auf jeden Fall schon mal die YouTube freuen. Bei den ganzen Effekten gleich auf dem Bildschirm. Ah, nee, brauchen wir eigentlich nicht mehr. Ich brauche jetzt wirklich nur noch den Glückspfennig und dann ist vorbei. Dann ist wirklich vorbei. 32 sind wir, also wirklich bis Runde 50 machen wir AFK-Chiller-Mode. Glaube ich. Aber danach wird es heftig. Das verspreche ich euch. Danach, es wird noch schwierig werden. Also es sieht jetzt natürlich so aus, als könnte ich jetzt hier im Schlaf das auf 100 schaffen. Aber ihr müsst dran denken, dass das Spiel exponentiell scaled. Das heißt, je länger man macht, desto stärker werden die Gegner. Es ist nicht linear. Das heißt, die werden nicht im gleichen Maße stärker, sondern die werden halt immer mehr stärker. Ich weiß jetzt nicht, wie man es am besten einfach beschreibt. Das heißt, jetzt ist es zwar noch mega easy, aber irgendwann kommt halt der Punkt, wo die Gegner dann auch richtig extrem viel Leben haben und dann muss unser Schaden auch stimmen, dann muss der Bild auch stehen und dann werde ich mich auch ein bisschen bewegen müssen. Ich bin ja auch ein bisschen langsam, finde ich. Ich würde gerne schneller sein, für später natürlich. Also da müsste ich auch dran arbeiten. Aber wir haben ja noch Zeit. Wie gesagt, bis 50, denke ich, können wir in jeder Runde AFK gehen. Tippe ich mal drauf.
Ach komm, nehmen wir mit. Ich krieg die ganze Zeit dieses Item und ich will es eigentlich mitnehmen, aber es macht halt keinen Sinn, weil Dinger kommen sowieso nicht und ich wette, jetzt kommen die. Ich könnte schon 5 von denen haben und ich habe 2 mitgenommen, aber Atomraketenwerfer existieren halt einfach nicht. Wir nehmen einfach noch ein Baby mit Bart mit. Das ist das 4. Baby mit Bart. Weil man auch sonst nichts hat und ein bisschen Regeneration, warum nicht? Nochmal ein Gecko. Ach Quatsch, wir haben ja schon das Sift-Relikt. Egal, wir nehmen einfach noch ein Baby mit Bart. Ist komm, Nummer 6 oder Nummer 5, was weiß ich. Her damit. Gib mir einfach alles. Und ein Ring der Selbstjustiz. Das ist perfekt. Das ist richtig perfekt. Das ist richtig, richtig perfekt. Beweise, dass du dir was zu trinken holen kannst, meinst du? Was wird kombiniert? Genau das, was Anne geschrieben hat. Und hallo, was geht's? Seba, ich grüße dich. Ich glaube, da musst du immer aktualisieren, Killer. Ich glaube, das wird nicht in Echtzeit aktualisiert. Das ist auf YouTube aber alles immer ein bisschen komisch mit den Likes und so. Das wird auch die Views und so, das wird immer in versetzt aktualisiert und du musst nochmal neu laden oder so. Keine Ahnung. Das ist, wird nicht immer in Echtzeit angezeigt für euch. Für mich schon, aber für euch nicht. Für Leute, die zuschauen. Ja, ich sag mal so, ne, ein bisschen viele Projektile auf dem Bildschirm. Also wie gesagt, wenn das gleich nur noch ein Pixel breiführig ist, tut mir das sehr leid. Da kann ich da nichts dran ändern. Ich habe schon die höchsten Streaming-Einstellungen, die möglich sind auf YouTube. Aber das Problem ist dann bei so vielen Projektilen, die sich schnell bewegen, dann verabschiedet sich leider trotzdem die Bitrate. Da machst du leider nichts. Also ich fürchte, das wird gleich noch sehr angenehm werden für die Augen. Das wird noch sehr, sehr schön werden. Cyberball macht 1000 Schaden. Ja, moin. Elefantenbaby macht auch 1000 Schaden. Da sag ich aber sowas von nicht nein. Ah, wir nehmen einfach noch mehr... Nee, komm, wir nehmen noch mehr Schaden mit. Ich wollte eh Tempo haben und da kriegen wir dann noch ein bisschen Schaden. 5000 Geld, noch eine Silberkugel. Also wenn wir noch so 2, 3 Silberkugeln kriegen, sage ich, wir schaffen safe Welle 100. Weil dann sollten uns die großen Gegner kein Problem mehr darstellen. Dann sind nur noch die kleinen Gegner ein Problem. Aber die großen Gegner werden dann komplett schmilzen. Exoskelett, ja moin, mehr Technik und mehr Tempo, sehr geil. Und eine Technik können wir jetzt auch noch mitnehmen. Ich muss jetzt auch daran denken, dass ich eigentlich auch Technik mitnehmen kann die ganze Zeit, weil wir ja jetzt doch 3 Kettenkanonen haben. Und die Dinger skalieren schon eigentlich ziemlich gut mit Technik. Und noch ein Baby mit Bart. Warte mal, ich habe 6 Stück jetzt gleich von denen. Ab der Kombination nochmal 4 bis 5 Chancen geben mit Technik und Schützen Minen, kommt man definitiv weiter. Jack und Schreier, genau, Panzermensch, genau. Ist noch ein ordentliches Stückchen bis 100. Ja, das dauert leider immer ein bisschen. Tschüss, aber keine Sorge, wir speeden hier durch und ich glaube, ich werde auch nicht mehr sterben. Also bis wir dann halt in einer hohen Runde sind. Aber jede Runde dauert halt 60 Sekunden, dann immer noch ein bisschen im Shop, dann immer noch ein bisschen gucken, was im Chat abgeht. Also brauchen wir wahrscheinlich pro Runde so 3 Minuten, würde ich jetzt tippen. Dann könnt ihr euch selber ausrechnen, wie lange ein Run bis Welle 100 dauert, 300 Minuten. Plus minus natürlich, nur die ersten Runden sind ja keine 60 Sekunden gewesen, aber ihr wisst, was ich meine. Also ein bisschen was an Zeit. Also ich denke, so die 3 Stunden werden wir schon brauchen, bis wir... Also jetzt nicht mehr, aber die 3 Stunden insgesamt werden wir schon brauchen, bis wir... Also ich werde wahrscheinlich, wenn wir Welle 100 knacken, danach nicht noch einen Run anfangen können, weil es dann schon zu spät ist. Ich wette es. Wenn wir dann vor allen Dingen noch länger überleben als bis Welle 100. Dann ist... Oh, nice, noch ein Ring der Selbstjustiz. Oh, geil, sehr, sehr geil. Das nehmen wir mit, Landminen. Könnt ihr auch mal ein paar Landminen einfach mitnehmen zum Spaß, Leute. Damit es noch ein bisschen mehr Bumm macht. Damit man auch gar nichts mehr sieht. Wir nehmen einfach noch ein paar Landminen mit. Und wir nehmen einfach noch ein Baby mit Bart mit. Und haben gleich so ultra viele von denen. Ich könnte ja zum Spaß auch einfach Zerfetzen mitnehmen. Das wären noch mehr Explosionen. Aber macht halt keinen Schaden. So, wir gehen halt nicht auf Nahkampf. Ist halt sinnlos irgendwie. Nochmal ein Bender. Ach komm.
Das gibt auch gute Stats, das nehmen wir mal mit. Wir haben sowieso genug Attack Speed über Ausweichen. Aber immer noch kein Glückspfennig. Ich habe das Gefühl, es gibt immer so ein, zwei Items, die kommen einfach nicht. So, egal wie viel Glück du hast, die dauern ewig, bis die kommen. Gatling Laser 4, soll ich den auch noch mitnehmen? Statt, ja, statt einer Minigun ist der geiler, ne? Wir nehmen den einfach auch noch mit. Leute, wir kaufen einfach alles, was irgendwie ballert. Let's go. Moin, moin, Starki, was geht? Und Sippe, ich habe dich auch gerade gelesen, was geht? Baumfabrik habe ich, ja. Aber ich glaube nicht, dass sie so viel gemacht hat. Du siehst, was hier die Gegner killt. Und wir haben jetzt so ungefähr 6 Projektile, die aus jedem Gegner, der stirbt, rausfliegen. Und das werden noch mehr werden. Also das kann ich euch auch sagen. Es werden noch so wahrscheinlich 2, 3 Babys mit Bart werden. Wir sind entspanntes Level 85 in Runde 35, also auch da niedriges Level auf jeden Fall. Es ist so stumpf einfach. Es ist so unglaublich stumpf gerade. Die Gegner haben wirklich keine Chance. Und die Gegner, müsst ihr euch vorstellen, die Gegner haben, weil wir Jack spielen, alle 250% mehr Leben die ganze Zeit. Ne? Die sind ja nochmal ultra krass stark im Vergleich zu normal. Also die Gegner haben ja sogar noch richtig viele Ressourcen eigentlich bekommen, die sie normalerweise nicht haben. Und trotzdem werden die weggemäht, als gibt's keinen Morgen. Das ist ja dann eigentlich doch schon sehr, sehr krass. Ach komm, get den Laser. Let's go, baby. Ah, Raketenwerfer ist leider kein Atomraketenwerfer, sonst würde ich ihn mitnehmen. Vielleicht sehen wir ja noch einen Atomraketenwerfer, aber ich gebe die Hoffnung tatsächlich langsam auf, dass wir noch einen bezahlbaren Atomraketenwerfer entdecken. Weil einfach, der kommt ja überhaupt nicht. Nochmal. 7 Stück, Baby. Let's go. Ich will eh nichts mehr sehen. Die XP sind so krass, die XP sind absolut krass. Das hier ist gerade die Combo. Jack plus Schreihals. Also die Combo ist komplett gestört. Wahrscheinlich die stärkste Combo aktuell im Spiel, die man mit der Kombinationsmod spielen kann, würde ich sagen. Von dem, was ich zumindest bis jetzt weiß. Mir würde jetzt gerade nichts Stärkeres einfallen, aber vielleicht kennt ja jemand was Besseres. Aber ich habe jetzt schon das Gefühl, dass das hier wirklich das Nonplusultra ist, wenn es um Schaden geht. Du kriegst einfach so viel Geld. Und dadurch kannst du dir so viele Items leisten, dass das Spiel da einfach nicht hinterherkommt. Und wenn man an dem Punkt ist, das ist halt einfach genau wie früher, so mit den Kartoffelwerfern. Du kommst einfach an dem Punkt, dass das Spiel dann nicht mehr hinterherkommt. Zwar nicht in diesem extremen Ausmaß natürlich, weil irgendwann natürlich kannst du dir auch nichts mehr leisten und dann müssen wir stark genug sein. Wir müssen stark genug sein, dass unser Charakter jede Runde so viel Stärke dazu bekommt, dass wir immer noch die Gegner tot bekommen, wenn wir uns im Shop nichts mehr leisten können. Weil irgendwann wird dieser Punkt kommen, dann ist der Shop für uns tot. So, irgendwann wird das passieren, dann kostet ein Item, keine Ahnung, 10.000 Materialien und wir machen 3.000, 4.000 in einer Runde. Dann ist das halt vorbei mit dem Einkaufen. Und dann müssen wir schon so stark sein, dass das Spiel praktisch von sich selber spielt und wir einfach so viel Werte bekommen. Deswegen will ich auch so viele Ringe der Selbstjustiz. Ach, Explosivgeschütz nehmen wir auch einfach mal mit. Warum nicht böllern? Und dann brauchen wir diese ganzen Items, die uns halt immer, immer weiter nach oben pushen. Will ich den Umhang? Ja, es wären noch mehr Attack Speed dabei. Wie viel haben wir? 0,04. Ja, bald Maximum. Aber ein bisschen geht noch. Ach komm. Nochmal mehr Schaden mit der Flosse. Ich
Wenn du dich nicht bewegst, irgendwann wirst du eh die Acting-Taktik fahren müssen. Ja, aber was, die bringen mir ja keine Stats, die ich brauche. 8 Rüstung ist halt wack. Das macht keinen Unterschied mehr später. Wir werden irgendwie über 100 Rüstung haben, wenn wir das erste Mal wahrscheinlich berührt werden von Gegnern. Und 40% Attack Speed ist jetzt auch, muss ich sagen, so dafür, dass ich stehen bleibe und 10% Tempo verliere. Ich glaube, das lohnt sich einfach nicht. Kann man natürlich mitnehmen, aber ich würde eigentlich sagen, dass... Also später muss man sich einfach bewegen irgendwann. Dann muss man die Gegner kiten, weil du kannst dich nicht einfach die ganze Zeit in die Ecke stellen. Die Gegner werden viel, viel zu schnell irgendwann. Und halten auch zu viel aus. Da muss man einfach in der Lage sein, sich zu bewegen, sonst wird man weggemacht. Das Einzige, was zählt, ist Schaden, Schaden, Schaden. Wir müssen einfach nur die Gegner töten. Silberkugel, sehr geil. Alles andere ist nicht so wichtig, ist auch wichtig, aber natürlich das Hauptthema ist Schaden. Wenn du die Gegner tötest, bevor sie dich erreichen, dann wirst du immer die Runde gewinnen, deswegen... Nehmen wir einfach noch ein Baby mit Bart mit, dann haben wir 8 Stück oder so. Keine Ahnung, ich zähle nicht mehr mit. was ist denn das jetzt? Ich nehme noch eins mit, scheiß drauf, gib mir alle. Jedes Mal drehen ein Baby. Ach komm, die Gecko-Babys machen wir auch voll. Wenn wir wieder ein bisschen Range bekommen. Meine Range hat jetzt ganz schön gelitten, aber ist auch egal. Wir ballern einfach. Rüstung und Technik, let's go. Und Chamäleon bringt mir halt auch nichts mehr, weil wir halt maximales Ausweichen. Würde mir halt noch auch den Text geben, wenn ich stehen bleibe, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob das lohnt für das Item. Ich habe immer noch nicht den Glückspfennig, das kann doch nicht sein. Tschö. Das war flott. Das war sehr, sehr flott, das war überhaupt kein Problem. Und bis jetzt ist es halt wirklich auch einfach so, ich muss mich nicht bewegen. Ich muss mich immer noch nicht bewegen. Ah, Rüstung und... Naja, ich behalte lieber Tempo. Tempo ist Schaden. Das wäre nochmal ein bisschen Attack Speed. Wir haben sowieso... Oh, 20% Schaden. Her damit. Let's go. Geschütz. Ach komm, wir nehmen jetzt auch ein Geschütz mit, Leute. Wir nehmen einfach alles mit, was irgendwie Schaden macht. Hauptsache ballern. Es ist egal. Hauptsache wir kommen irgendwie an Schaden. Cyber Boys habe ich, glaube ich, auch schon 10 Stück oder so gefühlt. Warte mal, wie viel habe ich von den Dingern? 12 Cyberballs, die haben auch schon wieder 7 Millionen Schaden gemacht. Die machen also einen guten Job. Unsere Kettenkanonen machen gerade 6600, also wenn man alle drei Projektile zusammennimmt. Noch ein Ring der Selbstjustiz, damit haben wir schon 5, glaube ich, oder 6 sogar schon. 6 Ringe der Selbstjustiz, heißt wir bekommen am Ende jeder Runde 16% Schaden. Nee, Quatsch. 18% Schaden. Mathe Mann und so. Auch sehr, sehr geil. Ich nehme noch mehr Technik mit, let's go. Noch mehr Technik, let's go. Noch mehr XP, davon haben wir auch noch nicht genug. Wir sind noch nicht Level 100, glaube ich. Wir sind erst Level 95, da geht noch was. Und jetzt haben wir jeden Wert positiv, das lobe ich mir doch auch zu sehen. Moin, Homer, was geht? Ich grüße dich. Abschlusszeit nicht beschleunigen kann, das wär's. Ja, das stimmt tatsächlich, das stimmt tatsächlich. Einfach nur gestört, ja, absolut gestört. Die Gegnererstellung auf 150%. Ich hatte gestern einen Run, da habe ich Level 1 für die erste Trophäe bekommen. Ja, ich habe tatsächlich, warte ich immer noch, Homer, warte ich immer noch auf, wie heißt das Teil, Glückspfennig. Der kam noch gar nicht und du musst dir vorstellen, ich habe so ultra viel im Shop gedreht. Ich habe übel viel Glück und ich kriege so viele Kisten, aber ich habe den Glückspfennig noch kein einziges Mal gesehen, logischerweise.
Also manchmal habe ich das Gefühl, gibt es so Items, die kommen einfach nicht. Egal was du machst, die kommen dann übel spät irgendwie. Es gibt immer so ein paar Items, die kommen wirklich, dauert dann ewig, bis die kommen oder die kommen gar nicht. Das ist ganz komisch. Das ist ganz, ganz komisch alles. So, wir nähern uns aber langsam den 100, Level 97. In Welle 40 machen wir Level 100. Ja, wohl nicht ganz. Ich bewege mich gleich in Welle 40 mal nicht und wir schauen mal, ob wir die Gegner töten können, ohne uns zu bewegen. Also die Boss-Gegner töten können. Ich sage ja, es wird easy. Aber mal schauen. Vielleicht werde ich auch eines Besseren belehrt. Kopfverletzung? Ja, könnte man mitnehmen. Ja, doch, nimmt man mit. Nimmt man mit. Tempo nimmt man auch mit. Ah, shit, warte mal. Technik hätte ich jetzt auch mitnehmen können. Ah, ich bin Dulli, weil der Attack Speed haben wir genug. Ich muss darauf achten, dass ich jetzt Technik mitnehme, weil wir das auch gebrauchen können. Es ist so ungewohnt mit Fernkampfwaffen, dass man auch Technik gebrauchen kann. Ich würde mich jetzt aber doch sehr freuen über wieder ein bisschen Range. Das könnten wir auch mitnehmen, oder verliere ich Crit und ich mag meinen Crit. Aber Tempo ist Schaden, also eigentlich könnte ich das mal öfter mitnehmen. Nehmen das mal öfter mit, das Ding. Verliere ich zwar immer ein bisschen Crit, aber ich habe 210 Crit, also ganz ehrlich. Glücksbringer, her damit, dann haben wir fast die 1000 Glück. Wir nähern uns den 1000 Glück, ohne den Glückspfennig zu haben. Silberkugel nochmal. Von denen habe ich auch schon 7, oder? Ich habe 9 Babys mit Bart und ich habe von den Silberkugeln, glaube ich, schon 7 Stück. Also machen wir einfach schon krank fast 200% mehr Schaden an den Gegnern. Das ist heftig. Ich freue mich. Welle 40, Leute, wir bleiben jetzt einfach stehen und schauen mal, was passiert. Meine Range ist ein bisschen niedrig. Einer down, zwei down, alle down. Easy. Was ist dieses Bewegen? Das ist völlig überbewertet. Vor allem, wir töten einen Gegner und dieser Gegner spawnt 9 Projektile. Jeder einzelne Gegner, den wir töten, spawnt einfach 9 Projektile. Kannst du dir auch nicht mehr ausdenken. Und das ist erst der Anfang, wenn alles nach Plan läuft. Das hier ist gerade erst der Anfang des God-Runs, des komplett gestörten Kombinations-Runs. Wir haben noch nicht die Hälfte geschafft. Aber wie gesagt, es wird alles noch ein bisschen beschleunigt werden, wenn wir an dem Punkt sind, dass wir einfach nicht mehr so viel Geld ausgeben müssen, weil es sich nicht mehr lohnt. Und dann die Runden schneller durchballern können, dann wird sich das alles ein bisschen beschleunigen. Die frühen Runden sind halt immer die langsamsten, weil man einfach so viel Geld loswerden muss. Blutspende, nee, lass mal du. Da bin ich raus. Augenbinde, nee, ich möchte jetzt wieder ein bisschen Range eigentlich haben. Elementarschaden wäre auch Technik, also können wir das eigentlich mitnehmen. Das können wir auch mitnehmen, das können wir auch mitnehmen. Ja gut, die Level-Up-Belohnungen sind jetzt langsam nicht mehr so das Wahre. Cyberball nochmal. V können wir auch mitnehmen, sehr geil. Fernkampfschaden geben wir auch mit. Das kann aber doch nicht sein, dass der verdammte Glückspfennig nicht kommt. Also, please. Game. Einmal. Temposschaden nimmt nicht die Flosse. Diplom ist richtig geil geworden seit 1.0 auf dem Channel. Eine Herzensangriff, Running Gap auf dem Kopflevel. Ja, das stimmt auch, Matthias. Der Diplom ist nicht mehr so kacke wie damals. Also kann man jetzt definitiv gut mitnehmen. Das ist gut gebufft worden. Epilepsie-Warnung abgeben. funktioniert die GMO-Mod auf Protato 1.0? Doch, tut sie, Dirk, weil ich bin auf Protato 1.0 und ich habe keine andere Mod aktiv. Dauert jetzt schon einen Augenblick bei den Bossen. Ja, ich meine, das ist okay, solange die Bosse halt schnell genug sterben. Die Bosse müssen nicht direkt sterben, die Bosse müssen nur schnell genug sterben. Ist nicht der Weltuntergang, wenn die mal 10, 15 Sekunden überleben, solange man denen ausweichen kann, einigermaßen. Die müssen halt, man muss sie halt noch tot bekommen. Und ich würde sagen, das Problem ist, wir haben halt noch 2 Miniguns. Und die Miniguns sind jetzt an dem Punkt auch nicht mehr die optimale Waffe. Die machen einfach sehr wenig Grundschaden.
Und deswegen würde ich die auch gerne loswerden. Ich würde die durch alles ersetzen. Kettenkanonen, Laser-Gatlings oder Atomraketenwerfer. Oder Vernichter. Ich würde alles nehmen, aber es kommt ja nichts. Ich würde alles nehmen, was kommt. Aber leider kommt nichts und deswegen müssen wir mit denen weiterspielen, weil wir nichts Besseres haben. Aber wenn irgendwas Besseres kommt, sind die sofort weg, die Teile. Die beiden Miniguns, die fliegen sofort aus dem Team. Da kenne ich kein Wenn und Aber. Die sind sofort weg, wenn was Besseres kommt. Direkt. Kürbis brauchen wir nicht. Kriegerhelm. Nee. Was passiert, wenn du 100 Rüstung hast? Wenn ich 100 Rüstung habe, dann passiert nicht viel. Rüstung skaliert auch nicht linear. Rüstung ist auch ein Item oder ein Wert, der nicht linear skaliert. Das bedeutet, dass du, wenn du 100 Rüstung hast, kriegst du immer noch Schaden. 100 Rüstung sind minus 87% Schaden. Im Endless-Modus habe ich aber auch irgendwie das Gefühl, dass das auch nicht zählt irgendwie so richtig, weil es gibt halt Gegner, die machen dir so ultra krass viel Schaden, obwohl du 90% weniger Schaden bekommst, drücken die dir tausender Hits oder so, dann machen die, glaube ich, von Natur aus halt einfach übel viel Schaden. Aber auf jeden Fall, wenn du Rüstung auf 100 hast, dann ist es nicht so, dass du keinen Schaden mehr bekommst. Weit davon entfernt auf jeden Fall. Man kann auch mit 200 Rüstung später im Endless-Modus mit einem Hit noch getötet werden, je nachdem, wie viel Leben man hat. Wenn man keine Bärtierchen hat, natürlich. Deswegen haben wir auch 4 Bärtierchen, glaube ich, oder 3. Ist besser als nichts, aber na, 3 ist ganz schön scheiße eigentlich. Ich hätte gerne noch so 2, 3 mehr Minimum. Aber ist okay, können wir mitarbeiten. 10-mal Baby mit Bart, oder habe ich mich versehen? Ja. 10-mal Baby mit Bart, warte mal. 9, warte, gibt es da noch einen neuen Stack? Nee, 9-mal. 9-mal Baby mit Bart aktuell. Müsste ja einfach weiter drauf gerechnet werden. Genau, Rüstung ist nicht Prozent, Rüstung ist eine feste Zahl, also ist einfach 100. Wenn du 100 Rüstung hast, dann hast du 88 oder 87% Schadensreduktion. Und du kannst niemals, ich bin mir gerade nicht sicher, ob Rüstung logarithmisch war, aber du kannst auf jeden Fall niemals die 100% Damage Reduction erreichen. Es ist mathematisch unmöglich, dass du die 100% Damage Reduction erreichst. Das heißt, die Gegner machen dir immer Schaden. Du kannst praktisch, sagen wir mal, du hast Millionen von Rüstung, dann hättest du 99,99999999 ganz viele 9%, aber du hättest niemals die 100%. Und deswegen kannst du mit Rüstung halt nicht dafür sorgen, dass du halt unsterblich wirst, sondern du kannst nur dafür sorgen, dass du halt deutlich weniger Schaden bekommst. Aber an dem Punkt, wo du so viel Rüstung hast, dass du so viel Damage-Reduktion bekommst, machen die Gegner gefühlt schon ohne Rüstung 20.000 Schaden oder so. Oder was weiß ich, wie viel Schaden die machen. Und dann sind 87% Damage-Reduction oder 90% Damage-Reduction auch gar nicht mal mehr so viel, wenn man drüber nachdenkt. Ja, wir könnten einen Traktor mitnehmen, das würde ein bisschen den Minus-Ernte-Hops nehmen. Für ein bisschen, dann nervt die nicht. Auch wenn es nicht so wichtig ist eigentlich, aber ich will alles grün haben. Komm schon, Glücksfennig, jetzt einmal. Einmal Spiel, gönnen. Minigun in Rot, nee, ist es nicht. Sieht schlecht aus. Ich glaube, ich fange jetzt an, nur noch meine Gratis-Dreher zu drehen. Damit wir ein paar mehr Leben haben. Weil irgendwie kommt gerade nichts mehr, was ich brauche. Aber es läuft noch. Wir können immer noch AFK stehen. Problem ist, wenn die Gegner halt schneller werden, dann könnte es dann auch schon ein bisschen knapper werden. Wenn die Gegner anfangen, einfach sich schneller auf uns zuzubewegen, dann ist Schaden noch reich. Ich bin gespannt. Also der Jack-Nachteil kickt natürlich auch irgendwann rein, dass die Gegner einfach übel viele Leben haben. So, das merkt man dann irgendwann auch extrem. Also es kann schon sein, dass uns das dann doch das Genick bricht später. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Schmoop? Nee, geh weg. Nochmal Rüstung. Ach, wir haben so viel Rüstung. Reichweite ist okay. Affe brauchen wir auch nicht zur Heilung. Werden eh nicht getroffen. Wir haben Bärtierchen, die Regeln.
Bärtierchen regeln, Leute. Wichtigste Regel im Endlos-Modus. So, was kriegen wir hier? Nix. Also machen wir direkt weiter. Dass es gepatcht wurde. Für Kleingeld mit Cyberball. Weil ich eh nichts Explosives kriege, siehst ja mein Glück. Ich war mal bei 99%, da habe ich 1500 Rüstung. Das ist schon heftig, 1500 Rüstung. Aber wenn du mit 100 Rüstung halt keinen Schaden mehr bekommst, dann ist es halt auch irgendwo lächerlich. Ne? Dann kannst du ja gar nicht mehr sterben. Meinst du, so, dann ist halt irgendwie auch vorbei. Elementar ist Technik und Technik ist Schaden zu hören. Ja, das stimmt, aber ich habe jetzt halt nicht so viel Technik-Sachen. Eine Kanone ist natürlich, das stimmt schon. Da kann ich auch öfter mal mit Elementarschaden mitnehmen. Wenn ich ihn eh gratis bekomme. Aber der Schaden ist noch fein. Schaden ist noch sehr, sehr gut, würde ich sagen. Ich hätte halt gerne jetzt die beiden Miniguns mal weg. Und wir haben den schweren Bonus. Das heißt, wir haben eine erhöhte Chance auf Atomraketenwerfer zum Beispiel. Oder generell schwere Waffen. Ist der Vernichter eigentlich noch eine schwere Waffe? Ja, ne? Der wurde ja irgendwie mal geändert, dass er jetzt eine Schusswaffe ist. Aber der ist immer noch eine schwere Waffe, ne? Also hätten wir auch erhöhte Chance auf den Vernichter. Aber will halt einfach nicht. Sie wollen einfach nicht. Jetzt kommt doch mal. Vernichter, Atomraketenwerfer. Ihr seid schwere Waffen, Mann. Gönnt doch einfach mal. Aber wir haben natürlich alles durcheinander durch die Kettenkanonen, die dann auch wieder ein bisschen den Itempool verändern. Repost, brauchen wir nicht. Siegel nehmen wir mit. Entzündung brauchen wir auch nicht mehr. Technik ist für 4% Schaden. Komm, nehmen wir einfach mal mit. Für unsere Kettenkanonen, let's go. Elementarschaden wäre auch Schaden, aber dann nehme ich, glaube ich, lieber Tempo mit, sind 12% Schaden. Glaskanone wiederum ist nochmal sehr geil, dass wir die kriegen. Köder nehme ich auch nochmal mit, für ein bisschen mehr Kisten. Silberkugel auch sehr gut. Also Silberkugeln, muss ich sagen, haben wir wirklich verdammt viel Glück. Das ist schon heftig. Hauptsache, der Schaden gegen die Bosse stimmt, gegen die normalen Gegner sollte es eigentlich soweit erstmal passen. Aber die Bosse, die rasten ja mit den Leben noch krasser aus einfach. Durch Jack. Wir sind doch erst Level 111. Nicht mal Welle 50. Und es ist halt immer noch mega chillig. Ich habe aber Bock, muss ich sagen. Ich bin froh, wenn wir endlich in Welle 50 plus sind. Weil dann wird es auch mal langsam ein bisschen gefährlicher. Ist ja doch bis jetzt alles wirklich sehr autopilotmäßig. Schaffen wir auch. Ohne Probleme. Ohne zu bewegen. Easy geschafft. Und wieder fett viele Kisten, in denen jetzt hoffentlich endlich mal ein Glückspfennig drin ist. Sonst weiß ich auch nicht, was hier los ist. Ja, es geht ja doch. Endlich. 450 Glück mehr. Das sind so viele Kisten. Schade, dass wir den echt erst so spät bekommen. Aber endlich ist er da. Ach, das hat jetzt aber wirklich gedauert. Aber endlich ist er da. Das wird uns auf jeden Fall auch nochmal heftig helfen. Und das könnte ich jetzt auch nochmal mitnehmen. Für ein bisschen mehr Range. Dann können wir noch besser stehen bleiben und mehr Glück. Da haben wir 1400 Glück fast. Das knallt natürlich auch rein. Glücksbringer will ich den noch haben. Ah, ne, wir haben so viel Glück. Der macht jetzt keinen großen Unterschied mehr. Alien-Augen aber. Von denen haben wir auch schon einige. Was auch immer geil ist, von denen viele zu haben, weil die guten Schaden machen. Ich könnte einen normalen Raketenwerfer mitnehmen, das stimmt, aber ich habe ja schon eine schwere Waffe. 1500 Rüssi ist krass wie 1500 Rüssi. Ich habe 108 Rüstung. Ich habe ohne Achievements Dirk, ja. Weil bei der Mod ohne Achievements sind die Items nicht dabei. Und die Items, die Items sind halt viel zu krass. Also es gibt zum Beispiel ein so ein Item in dieser Mod. Dieses Game, okay, Fabio. Ich glaube tatsächlich.
Da könntest du recht haben. Obwohl das hier eigentlich sogar noch geht, muss ich sagen, bei den, von den Lichteffekten her. Also wenn wir Atomraketen werfen hätten, dann wäre es schlimmer. Oder irgendwas anderes hätten, was richtig reinböllert, dann wäre es deutlich schlimmer. Das geht noch einigermaßen. Habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Irgendwas wollte ich noch sagen. Na, ich hab's vergessen. Ich wollte noch irgendwas im Chat beantworten, aber dann habe ich das spontan gelesen und das hat alles gelöscht in meinem Kopf. Kam jetzt aber lange kein Baby mit Bart mehr. Eben kam es die ganze Zeit und jetzt kommt es gar nicht mehr. Auch frech. Ach komm, wir nehmen einfach Technik hier auch mit. Das nehmen wir auch mit. Da, guck mal, noch ein Baby mit Bart. Damit haben wir Baby mit Bart Nummer 10 erreicht. Excalibur, ja gut. Es ist eine Nahkampfwaffe. Ich werde es nicht mitnehmen. Ich will nicht auf Nahkampfwaffen gehen. 28.000 Schaden. Sieht schon ganz lecker aus, muss ich sagen. Aber ich glaube, das lohnt sich einfach für uns nicht in unserem Bild aktuell. Das wäre irgendwie sinnlos. Nahkampf ist sowieso einfach mal ein krasser Nachteil. Jetzt ist die Frage, will ich die Fesseln mitnehmen? Weil wir haben 208 Tempo. Das ist natürlich schon relativ schnell. Die Frage ist, reicht das später oder will ich später noch schneller werden? Ich würde tatsächlich sagen, das reicht jetzt. Aber so richtig sicher bin ich mir jetzt nicht, ob ich die Fesseln einstecken will. Nachher brauchen wir später mehr und dann haben wir ein Problem. Das stimmt, Staken, da hast du recht. Die Gegner kommen kaum hinterher. Ich glaube, ich mach's noch nicht, weil mir die Stats auch nicht so wichtig sind und ich will erstmal gucken. Ich will noch ein bisschen schneller werden. Ein kleines bisschen schneller. Und dann schauen wir mal. Und dann gleich können wir uns die Fesseln immer noch holen. Die kommen eh safe aus irgendeiner Kiste nochmal. Hui. Ah, ich glaube, wir sind schnell genug für später. Wir holen uns jetzt gleich die Fesseln, wenn die kommen. Ich frage mich, ob ich in Welle 50 auch einfach stehen bleiben kann. Denn ja, ist das ein gutes Zeichen. Ich muss sagen, die Kettenkanonen, die machen echt einen guten Job gerade. Sie sind auch sehr geil, weil man mit dem Buch natürlich auch auf Elementarschaden gehen kann. Das ergänzt die ganz gut, finde ich eigentlich. Noch nie so drüber nachgedacht. Tyler. Ach komm, Tyler, komm ran. Ist mir jetzt egal, wir nehmen Tyler auch noch mit. Wir nehmen einfach alles mit, was irgendwie Schaden macht. Und vielleicht kriegen wir ja so ein Bild hin, wo das dann komplett overpowered ist. Bärtierchen, let's go. Geil, geil, ein Bärtierchen mehr. Und noch ein Baby mit Bart. Das ist Nummer 11 oder 12, keine Ahnung. Irgendwie, wir haben auf jeden Fall genug. Diplom, mehr Technik, let's go. Da ist doch eine Kettenkanone. Ey, Kettenkanone Nummer 4. Let's fucking go, baby. Warte, bin ich auf der Minigun? Ja, ich hatte sich auch so eine Kettenkanone verkauft. Okay, Leute, wir sind im Game. Ich nehme jetzt auch eine. Ach nee, das Feuergeschütz macht keinen Schaden. Das ist Kettenkanone Nummer 4. Let's go. Machen die Augen Crits? Ja, die Augen können critten. Schaffen wir Welle 150. Okay, chill. Und Xonos, was geht? Ich grüße dich. 150 wird hier richtig heftig. Moin Moin Jan, was geht? Ich grüße dich und Sarot auch an dich. Einen schönen Abend. Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt eine entspannte Woche. Wir sind gerade in Welle 48. What the? Fuck! Wie ist das so? Mann! Als ob! Ich hatte 5 Bärtierchen oder so.
Es tut so weh gerade. Tut so weh gerade. Was ist da jetzt gerade passiert, hä? Ich habe mich doch nicht mal richtig bewegt. War der jetzt so schnell und hat sich direkt auf mich draufgestellt? Was ist da gerade passiert? Ich bin reingespawnt und war direkt fast tot. Ach komm. Ach komm, als ob mich das jetzt gekillt hat. Oh mein Gott, das tut richtig weh. Ah, scheiße, Mann. Das hätte gar, das hätte noch mehr werden können. Fuck, aber ich dachte, wir wären da jetzt so stark, dass wir... Das ist halt die scheiß Welle 48. Die Gegner werden direkt schneller und ich hab's wieder unterschätzt, Mann. Das ist richtig assi, wenn man auf einer 8er Welle Elite-Gegner bekommt. Oh, shit, Mann. Kann mal einer kurz den Stream zurückspulen bei YouTube? Das geht doch, oder? Kann mal einer kurz da drauf gehen und mal gucken, was da passiert ist? Bin ich in den reingelaufen oder ist der direkt auf mich draufgerannt? Ich habe mich jetzt nicht groß bewegt eigentlich. Ich bin reingespawnt und dann war ich schon direkt fast tot. Ich glaube, man kann auf YouTube zurückspulen im Stream. Ach man, ja, ich hab's versaut, Leute. Scheiße, Mann, das tut weh. Ach, Kacke, wir hätten damit... Ich weiß nicht, ob wir die 100 natürlich gepackt hätten, aber wir hätten damit die 100 schaffen können. Ach, fuck. Ja, das Problem ist jetzt einfach nur, ich würde jetzt noch einen 100er machen, aber... Oder noch einen 100er Versuch machen, aber das Problem ist, wenn es ein 100er wird, ich habe da nicht die Zeit für. Weil es sonst einfach wieder viel zu spät wird. Wir wären da jetzt locker, wenn ich jetzt einen 100er schaffen würde, 3 Stunden für brauchen oder mehr. Dann ist es halt schon wieder nach 0 Uhr fast. Wenn, je nachdem, wie lange das dauert. Ich würde es sonst jetzt nochmal probieren, ehrlich gesagt. Ah, es tut weh. Game over, Killer. Ich danke dir. Vielen lieben Dank für deinen Support. Ein Cluster aus roten Schüssen. Maybe next try. Der eine hätte die Kurve natürlich richtig erwischt. Ja, scheiße. Ich dachte, wir hätten es. Ja, ich hatte so viele. So viele Dinge. Endlich Final Fantasy 19. Viel Spaß. Ja, Leute, ich würde sagen, wir probieren das im nächsten Potato Stream nochmal. Ich kann jetzt einfach keinen 100er Run nochmal machen. Ich will jetzt aber auch noch nicht ausmachen. Weil 100er Run schaffe ich jetzt einfach Zeit. Das dauert dann einfach wieder zu lange. Ich würde sagen, das probieren wir dann am Wochenende nochmal auf 100 zu knacken. Und ansonsten würde ich sagen, habt ihr irgendwelchen Bock auf irgendwelche anderen Kombinationen? Wir können gerne noch ein bisschen was anderes zocken, also eine andere Kombination raushauen. Schreibt mir gerne was rein. Dann probiere ich, glaube ich, am Samstag bin ich dann wieder live und da probieren wir das dann nochmal. Dann spielen wir jetzt noch ein bisschen was anderes und probieren eine andere Kombination mal aus. Ich gehe mir kurz was zu trinken holen, schreibt mir mal ein paar Kombinationen rein und wenn was Geiles dabei ist, testen wir das mal. Dann probieren wir es am Wochenende, da habe ich dann auch mehr Zeit. Wenn du ein Jahresbest-of machen müsstest. Kryptid und Entdecker. Kryptid und Entdecker Standard habe ich tatsächlich letztens erst gemacht. Draufgestellt, Martin McFly, perfekt. Ja, super. Das ist der richtige 50er mit Arzt. Ja? Jack und Fischer bitte, Mutant und Lehrling. Hatten wir beides halt schon. Lehrling-Mutant hatten wir schon. Kryptid und Fischer. Kryptid und Fischer, warum die denn? Stier-Masochist, oh mein Gott. Die schlechteste Kombi.
Dämon mit Scepter. Doppelschreiers und Diebesdurch. Ja, Doppelschreiers wäre auch halt schon geil. Also Doppelschreiers würde ich fühlen tatsächlich, muss ich sagen. Doppelschreiers wäre geldtechnisch auch schon geil, aber wir hatten jetzt natürlich gerade schon Schreiers. Ich muss ja mal kurz Ventilator machen, ist schon wieder übel warm hier. So, sorry, aber ich hoffe, bei euch ist nicht so warm. Ich ist gerade schon wieder heftig gerade. Uiuiui. Rebelle und 12 Waffen. Ich bin zeitig für einen 50er. Bin ich auch tatsächlich. Streamer und Ritter. Oh nein, oh nein. Scheiß-Kombo, schauen, wie weit du schaffst. Was wäre denn eine Scheiß-Kombo? Also ich sag mal so, ich habe mal Ritter und Geist ausprobiert und ich bin tatsächlich bis Welle 1 gekommen. Das ist nämlich völlig unspielbar. Also Scheiß-Kombos sind halt schon eigentlich eher so nicht playable. Die meisten Kombos, die halt richtig kacke zusammen sind, die kannst du halt komplett vergessen. Was mir vorgeschlagen wurde, was ich tatsächlich auch fühlen würde, was eigentlich mal ganz geil wäre, wo man, glaube ich, auch richtig viel Schaden rausholen kann, wozu ich eh auch noch ein Video machen wollte, ist, wo ist denn der Typ hier? Nicht Waffenhändler, wo ist der denn? Generalist plus Lehrling tatsächlich, weil du da, und dann mal mit den Shurikens, weil ich die Shurikens auch länger nicht mehr gespielt habe, weil du mit Generalist und Lehrling, du kriegst ja mit dem Lehrling, wenn du auflevelst, kriegst du Nahkampf- und Fernkampfschaden und der Generalist verwandelt beides in Extraschaden. Das heißt, der Generalist verwandelt Fernkampfschaden in Nahkampfschaden. Und damit müsstest du ja eigentlich dann doch eine Menge Schaden kriegen. Klar, ist jetzt kein Welle 100er Run, aber ich glaube, die ist eigentlich eine ganz geile Kombo. Mal ein bisschen was Humaneres. Weil das letztens, erinnere ich mich noch dran, da hatte ich dann im letzten Stream die Vorschläge schon bekommen und gesagt, das mache ich auch nochmal. Das könnten wir eigentlich mal ausprobieren. Zack. Da sehe ich mich, glaube ich. Alter, die ganzen Ideen. Es gibt so viele Ideen, das ist schon krass. Wenn man nur die Zeit für alles hätte, das wäre schon geil. So, jetzt muss ich natürlich wieder aufpassen, dass ich nicht zu krass auf die Leben verzichte, weil wir jetzt wieder viele Leben verlieren. Wir nehmen jetzt hier auch einfach direkt Leben. Wir kriegen jetzt ja, also alle, die es nicht wissen, Generalist, Fernkampfschaden wird zu Nahkampfschaden. Ein Fernkampfschaden kriegen wir für zwei Nahkampfschaden. Das brauchen wir aber nicht. Wir kriegen zwei Nahkampfschaden für einen Fernkampfschaden. Das brauchen wir. Wir kriegen nämlich bei jedem Level-Up einen Fernkampfschaden und zwei Nahkampfschaden. Heißt, wir kriegen pro Level-Up mit dieser Combo. Keine Ahnung. Hier, glaube ich, wenn ich mich gerade nicht vertue, vier Nahkampfschaden. Ach, stimmt, ich muss ja auch Fernkampfwaffen anziehen. Habe ich ganz vergessen. Oh, Moment, ich kann ja nicht nur Nahkampfwaffen mitnehmen. Wir brauchen ja auch Fernkampfwaffen. Ups, das habe ich ganz vergessen. Ich kann ja nicht nur Shurikens nehmen. Was soll ich denn da für eine Fernkampfwaffe nehmen? Irgendeine, die geil mit Crit ist, ehrlich gesagt. Also so richtig geil mit Crit. Sniper. Sniperpistolen werden wild. Oh, das habe ich ganz vergessen, dass wir da nicht einfach... sechsmal Shurikens einpacken können, sondern uns auch ein bisschen was anderes einstecken müssen. Das ist natürlich suboptimal. Schleuder. Shurikens und Schleuder, das klingt doch nochmal... Ach ja, stimmt, warte, Shurikens sind ja Fernkampfwaffen, die mit Nahkampf skalieren. Ich bin so lost, ey. Ich habe so lange keine Shurikens mehr benutzt, tatsächlich. Die sind ja Fernkampf. Die sind ja als Fernkampf klassifiziert. Heißt, wir brauchen irgendeine Nahkampfwaffe mit Präzisionsscaling. Mann, 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 ich muss sagen, der Run hat mich heftig gebrochen gerade. Das war schon echt ein ehrenloser Weg, um ihn zu verlieren, muss ich sagen. Egal, am Wochenende, wie gesagt, machen wir das dann nochmal. Am Wochenende, wenn ich kann, werde ich vielleicht sogar ein bisschen früher live gehen und dann werden wir das ein paar Mal versuchen. Aber wie gesagt, jetzt, wenn ich jetzt einen habe, der auf 100er Pace ist, dann ist es einfach wieder viel zu spät und dann
hasse ich mich selber. Also der Run war dann spaßig, aber dann hasse ich mich morgen wieder. Deswegen machen wir das, glaube ich, dann einfach am Samstag oder so. Nachdem ich Zeit habe, oder am Sonntag zur Not. Aber ich werde auf jeden Fall das nochmal probieren mit der Combo, weil die Combo ist krass. Und wir haben tatsächlich auch gute Sachen gekriegt. Das tut daran auch eigentlich besonders weh. Ich hätte aber nicht gedacht, dass ich das so schnell sterbe. Also ich hätte wirklich nicht damit gerechnet, dass ich da so schnell sterbe. Ich hatte so viele Bärtier oder 5 Bärtierchen oder so. Und wir hatten über 100 Rüstungen und es war Welle 48. Das war ein bisschen blöd. Vielleicht hätte ich da mehr sparen sollen, aber irgendwie hätte ich nicht gesagt, dass wir da so schnell weg sind. Auch bei meinem Schaden irgendwie, dass die Gegner da so lange überleben. Weil die vorher relativ schnell gestorben sind. Das hat mich echt irgendwie alles überrascht. Ja, sehr schade. Hätte besser werden können. Wir nehmen noch mal ein bisschen Crit mit. Oh, Klauen wären eigentlich ganz geil. Klauen sind ziemlich geil. Wir nehmen Klauen mit. Let's go. Scheiß auf Speere. Wir nehmen Klauen mit. Chaos, andere muss Fernkampf sein. Absolut, ja. Kann man irgendwo sehen, wann der Stream startet? Tobbe, ich poste das auf Discord, wann der Stream startet. Und auf meinem YouTube-Kanal mache ich auch immer eine Vorab-Ankündigung. Also ich habe zum Beispiel diesen Stream hier, dass der stattfinden würde. Den habe ich schon ein paar Tage vorher permanent, konnte man das sehen auf meinem Kanal. Das sieht man dann. Da steht der Stream geplant für 19.07. 18.30 Uhr oder 45 oder was da stand. Und dann kann man da dann halt schon, sieht man das schon vorher. Und ich kündige es halt überall an, wo es irgendwie geht. Dass alle, die es mitkriegen wollen, es dann auch mitkriegen. Also auf meinem Discord und auf YouTube wird es beides dann immer stehen, wenn ich live gehe. Im Voraus schon. Leute, ich bin gebrochen, ey. Ich bin so gebrochen von diesem Run. Ich will ihn nochmal probieren. Ach, wir probieren den nochmal. Ich kann der jetzt nicht so aufhören. Scheiß drauf. Wir probieren das nochmal. Ich kann jetzt nicht so aufhören. Ich muss es jetzt nochmal probieren. Wir probieren nochmal Jack und Schreihals und probieren es nochmal, die 100 jetzt. Wir probieren es. Wir werden es wahrscheinlich eh nicht schaffen und ich muss erstmal ein paar Runs reinkommen, wieder auch auf die höheren Runden. Aber ich kann das jetzt nicht. Es geht einfach nicht. Ich muss das jetzt durchziehen. Da müssen wir jetzt zusammen durch. Lässt mir jetzt keine Ruhe. So Leute, Mental Reset, ja, wir müssen uns entspannen. Es sind Dinge passiert, aber das ist okay. Manchmal klappt es halt nicht und wenn ich jetzt das wieder nicht schaffe, ist auch okay, dann habe ich es wenigstens nochmal probiert. Es war ja auch jetzt nicht so, dass ich meinen letzten God-Run, dass es da direkt funktioniert hat, als ich die 150 oder was das war, geknackt habe. Das, manchmal klappt es halt einfach nicht. Dann macht man einen Fehler oder dann kommt nicht das richtige Item zur richtigen Zeit. Manchmal muss man einfach dann ein bisschen, ja, tiltresistent sein und es nochmal probieren. Aber ich kann es jetzt einfach nicht auf mir sitzen lassen. Und wenn wir hier bis 0 Uhr sitzen, ich probiere das jetzt. Kann es nicht durchgehen lassen. Ah, hätte das nicht Fernkampfschaden sein können? Das wäre schon mal big gewesen für uns. Holzverlamm gönne ich mir gleich. Mehr Glück gönnen wir uns auch gleich. Sehr nett, dass du immer antwortest. Ich versuche es, so gut es geht. Aber natürlich, wenn viel los ist, ist es schwierig. Das ist der Fluch der Welle 48. Excalibur würde ich sagen, bist du, ja. Erst 2 Runden 4-mal Bäume gekommen, kann nur lustig werden. Nice. Hast du mal früh nicht stark. Ach, es wird schon gehen, es wird schon gehen. Sagen wir mal so, 24 Uhr ist immer so mein Maximum, das ich im Stream machen möchte.
Weil danach ist einfach zu spät. Das geht noch, also. Aber die Gefahr ist natürlich da, dass es ein 100er wird. Und dann kann es natürlich auch noch länger dauern. Aber ich denke mir jetzt einfach mal, es macht Spaß und ich will es riskieren. Und kann auch sein, dass ich gleich wieder Welle 50 sterbe. Und dann ist es halt nichts geworden. Und dann ist auch okay. Aber ich kann es jetzt nicht so beenden. Beziehungsweise ich kann jetzt, das lässt mir jetzt einfach keine Ruhe. Ich will es wenigstens nochmal probieren heute. Dann kann ich am Ende sagen, ich habe es probiert und bin leider gescheitert, aber wenigstens habe ich es probiert. Das war halt dieses klassische, es läuft halt alles so mega easy. Dann wird man cocky, beziehungsweise hochmütig und denkt so, ah, easy mode. Aber man muss sich ja trotzdem die ganze Zeit konzentrieren und darf nicht gierig werden. Ja, und dann hat mir das Game halt direkt wieder die Quittung dafür gegeben, leider. Und mir einfach direkt wieder den, Loss reingedrückt. Machst du nix an der Stelle, machst du gar nichts. Ah, Ernte wäre okay, aber nee. Nee, wir gehen erstmal wieder auf mehr Waffen. Und mehr Gegner natürlich, damit es auch richtig schön schwer wird am Anfang. Und wir aber auch richtig viel Kohle machen. Wollte eigentlich was essen. Yo, gönn dir. Mach dir was Leckeres. Partner-Tattoos. Ich dachte Partner-Tatos. Was sind Partner-Tatos wegen Potato? Wollte eigentlich was essen? Ja, Gönnung. Bestell dir eine Pizza. Oh ja, Pizza bestellen. Oder du kannst ja auch einfach am Handy den Stream aufmachen, wenn du jetzt halt nicht was verpassen willst oder so. Während du dir was zu essen machst. Aber ich sag mal so, wir müssen jetzt ja sowieso erstmal durch die frühen Runden kommen. Und das ist dann ja sowieso erstmal nicht so gefährlich. Die richtig gefährlichen Runden dauern ja noch ein bisschen. Stündchen hast du da, glaube ich, noch Zeit, bis wir an den Punkt kommen, dass es gefährlich wird. Wenn alles so läuft wie immer. Wie normal mit dieser Combo. Oh, Angriffstempo ist auch lecker. Aber ich will Fernkampfschaden, wir brauchen einfach den Schaden. Gerade am Anfang haben die Gegner viel zu viele Leben. Das ist scheiße. Fernkampfschaden. Yes. Glück nehmen wir mit. Ah, Sparschwein ist ein bisschen früh. Ich will das jetzt ehrlich gesagt noch nicht benutzen, aber ist okay. Ich will erstmal jetzt einkaufen. Wir brauchen jetzt Waffen. Wird sich auf jeden Fall selber bezahlen. Ja, da kommt natürlich auch immer, also die Jack-Nachteile merkt man natürlich dann schon später, weil so mit 110 Rüstung oder was wir da hatten, da wäre halt ein anderer Charakter, hätte ja natürlich nicht so viel Schaden auch bekommen, weil wir kriegen ja auch 50% mehr Schaden, also es ist schon gar nicht mal so ungefährlich dann. Aua, chillt mal, Jungs. Macht mal nicht so viel Schaden hier. Hey! Ich brauche mehr DPS, ich brauche hier irgendwas zum Durchballern durch Gegner. Oh, ich nehme noch mehr Gegner mit, das wird nicht gut enden. Recyclingmaschine sehr früh, okay, nehme ich mit. Bisschen mehr Rüstung nehme ich auch noch mit. Zyklopenwurm können wir auch einstecken. Yes, scharfe Kugel ist tatsächlich sehr, sehr geil am Anfang für uns. Und Glaskanone ist für den Schaden auch geil, aber ein bisschen risky. Wir könnten das einfach alles mitnehmen. Dann haben wir die Rüstung wieder. Hab meinen linken Fuß geschrottet. Was? Wie ist das denn passiert? Gute Besserung auf jeden Fall. Sparfuchs mit dem Unternehmer. Ja, stimmt, Dennis. Die Kombo ist richtig scheiße. Da hast du recht. Aber ich glaube, Geist und Ritter ist noch schlimmer. Also Sparfuchs und Unternehmer ist, glaube ich, noch spielbar. Irgendwo. Aber also wenn ihr mal eine Challenge wollt, probiert gerne mal Geist plus Ritter aus. Viel Spaß dabei.
Ich kann euch sagen, ihr werdet nicht über Welle 1 hinauskommen. Es ist völlig unmöglich. Zumindest auf Gefahr 5, aber ich glaube auch auf Gefahr 1. Da machen die Gegner ja genauso viel Schaden in der ersten Runde. Ich glaube auch auf Gefahr 1, es ist völlig, oder Gefahr 0, es ist völlig unmöglich. Also ich hatte das mal vor einiger Zeit probiert und es ist einfach nicht möglich, damit irgendwie was zu machen. Du bist viel zu schwach. Weil du einfach niemals an Schaden kommst, weil du halt minus 100 Rüstung hast und dadurch der Ritter halt einfach keinen Schaden macht, weil du verlierst 200 Nahkampfschaden, du kannst halt nichts machen. Du bist einfach komplett am Arsch. Sagen wir es mal so. Bist wirklich komplett erledigt. Damit das Cap nicht so schnell erreicht ist. Irgendwo einen freien Fleck, wo das hinpassen würde, das Potato Tattoo. Was war die Ausbeute on Jack plus Fischer? Jack plus Fischer? Weiß ich gar nicht mehr. War auch so, was um den Dreh 50 oder so. Glaube ich. Irgendwie so, irgendwie da so in dem Bereich, glaube ich. Aber wir machen uns jetzt eine mentale Notiz. Welle 48 ist wirklich die Welle, wo man dann auch schon an... Also das würde ich sagen, so die Welle, wo ich dann auch anfangen muss, das ernst zu nehmen. Da habe ich jetzt gerade die Quittung eben bekommen, dass es halt einfach heftig ist, wenn man nicht aufpasst. Da muss ich jetzt besser sein nächstes Mal und direkt reagieren und die Gegner nicht unterschätzen. Auch wenn es frech war mit 60 Dodge und 5 Wehrtiche, dass ich da direkt so zerstört wurde. Und 110 Rüstung, aber was willst du machen? Geld, 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 Limonade, ja, ein bisschen mehr Heilung. Warum nicht? Ein bisschen Crit ist auch nicht verkehrt, eine Tasche. Wir sind sehr langsam jetzt natürlich. Das könnte uns zum Verhängnis werden. Es wird uns wahrscheinlich auch zum Verhängnis, aber no risk, no fun. Ah, den Stromgenerator würde ich jetzt schon gerne mitnehmen, damit wir den weg haben. Aber da verlieren wir natürlich einfach Damage. Ich speichere den mal und vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Tempo gleich. Reichweite und Attack Speed wäre auch nicht verkehrt. Aber auf jeden Fall kriegen wir gerade mal ein paar Revolver. Das ist sehr lecker. Also könnte... Gabelstapler und Anfahrschutz. Okay, ich kenne mich da nicht aus, muss ich sagen. Ich weiß tatsächlich nicht, was der Anfahrschutz ist. Und dazwischen Fuß eingeklemmt. Ach, herrje, das klingt sehr, sehr unangenehm. Aber immerhin hast du jetzt Urlaub. Zwangsurlaub. Träume von der Zeit von dem Game, so oft zocke ich das. Und wenn ich es nicht so, gucke ich mir YouTube-Content drüber an. Solange du Spaß hast, ist die Hauptsache, Mann. Ich denke auch nicht, dass Alter was damit zu tun hat, dass man Spaß an Games hat, also. Ich sag nur so viel, mein Vater ist jetzt, lass mich lügen, boah, wie alt ist der jetzt? Auch über 70, glaube ich. 71, 72. Also mein Vater ist jetzt über 70, sagen wir mal so. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wie viel über 70. 72 oder 71 oder so, glaube ich. Der ist auch noch begeisterter Point-and-Click-Spieler. Also alte Point-and-Clicks, da hat er es... Liebt er über alles. Seitdem die Rente da ist, hat man halt die Zeit, ne? Da, seit der Rente ist die Zeit da. Und die Leidenschaft für alte Point-and-Clicks und generell so... Gaming-Bereich ist er doch schon... Ich glaube, Fallout hat er auch gespielt. Fallout New Vegas zum Beispiel. Und solche Sachen. Also er spielt gerne Sachen mit viel Story und Text und so, aber tatsächlich... Und Fallout ist jetzt ja nicht vom Gameplay her so schwierig. Ist jetzt ja kein richtiger Shooter. Da kann man auch viel über dieses Wettsystem machen. Das geht noch einigermaßen. Aber natürlich bei so schnellem Zeug ist das, glaube ich, nicht mehr so seine Welt. Aber ich denke, man kann schon mit in jedem Alter kannst du Spaß mit Games haben. Es gibt so viele Games. Okay, wir machen wieder 5 Milliarden Babys mit Bart, hätte ich gesagt. Es geht wieder los. Es geht wieder los. Eine Wahnsinnsfahrt. Let's go. Alle einsteigen. Wir starten wieder. Unternehmer plus Glückspilz ist eine Challenge. Wie viele Attack Speed ist Cap? Naja, es gibt an sich kein Cap.
Aber irgendwann brauchst du so viel Attack Speed für die nächste Stufe. Also Cap ist 0,001 Sekunden. Wenn du deine Waffe oder 0,01 Sekunden schneller können, deine Waffen, wird es nicht angezeigt. Ich weiß nicht, ob die schneller angreifen können. Aber es wird zumindest nicht mehr angezeigt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieser Run schlechter läuft als der Run eben. Weiß auch nicht warum. Der Run eben war geiler zum Start. Aber muss noch nichts heißen. Kann noch alles kommen. Irgendwie. Ah, mal sehen, ob wir die Gegner schaffen, dass sie das entscheiden. Wenn wir das sterben, ist okay. Garten, dann nehme ich lieber das Geld mit und noch eine Tasche. Bin echt verdammt langsam. Ich will jetzt auch mal die Ernte positiv machen, dass sie da nicht die ganze Zeit negativ rumkrebst. Weil uns das natürlich auf lange Sicht auch schadet. Meine Range ist gerade auch nicht so gut, also es ist nicht so optimal gerade alles. Aber man muss eben auch was riskieren. Das ist gut. Mehr Range, die kann ich gebrauchen. Und mehr Attack Speed. Und die Krone. Ich meine, immerhin kommt sie an einem Zeitpunkt, wenn man sie noch halbwegs gebrauchen kann. Aber wir werden natürlich nicht viel Ernte haben, diesen Run. Ab 48 fängt das Game an, das stimmt, ja. Ab 48 fängt das Leben an. Er rennt auf dem Tablet, glaube ich, den erste Lektion schon auswendig. Das war's mit Gaming. Einfach ein Ehrenwörter, Fallout erste Stunde. Fallout 1 und 2. Ich weiß nicht, ob er Fallout 1 und 2 gespielt hat tatsächlich. Bin mich mir nicht sicher. Pazifist ist mit Jack, glaube ich, schon eine Challenge, ja, weil du mehr Schaden kriegst und der Pazifist halt einfach nur. Aber eigentlich, nee, ist keine Challenge. Du hast zu wenig Gegner auf dem Bildschirm. Du kannst mega easy den Gegnern ausweichen. Ist, glaube ich, ziemlich einfach sogar. Du kriegst halt natürlich viel, viel weniger Geld, weil am Ende der Runde viel weniger Gegner auf dem Bildschirm sind, als wenn du den Pazifist alleine spielst. Aber ich würde sagen, bis Runde 20 ist das spielbar. Aber ich denke auch eine Challenge, ja, wenn ich drüber nachdenke. Weil du natürlich viel mehr Schaden bekommst und der Pazifist halt keinen Schaden macht. Das heißt, du musst halt sehr, sehr aufpassen. Du kannst die Gegner nicht einfach töten. Aber dadurch, dass so wenig Gegner auf dem Bildschirm sind, solltest du auch ausweichtechnisch eigentlich ein einfaches Leben haben. Problem am Pazifisten ist halt, dass er vom Gameplay her sehr langweilig ist, weil du halt einfach nur im Kreis rennst und nichts machst. Halt. Du schießt die Gegner nicht ab, du machst halt keinen Schaden, du bist nur am Ausweichen und durch die Gegner quetscht. So bis Runde 20 Mal ist es okay, aber damit einen langen Run zu haben, glaube ich, das ist nicht so spannend. Sniperpistole, Sniper. Sniperpistole würde ich eigentlich auch mal ausprobieren, mal wieder. Ach komm, wir testen einfach mal, ob die Sniperpistole uns überzeugt. Einfach mal gönnen. Und jetzt die nehmen wir auch noch mit. Gift-Tonikum ist mehr Crit. Und das nehmen wir auch mit. Und dich gleich auch. Ah, erster Elite-Gegner. Ich weiß nicht, ob wir den packen. Disco Elysium. Davon habe ich auch schon gehört, dass es ziemlich geil sein soll. Ich weiß, Sebastian, das machen sie aber auch, wenn ich Bandanas habe. Hab das eben in einem Run eben schon mal kurz vorgerechnet, weil öfter mal die Frage kommt. Rebell, ja, Rebell will ich auch nochmal was mitmachen. Rebell ist, glaube ich, auch lustig. Schaffen wir den? Ah, ich hasse seine zweite Phase, aber den schaffen wir easy, Jungs. Gar kein Problem. Hätte nicht gedacht, dass wir den so einfach machen, tatsächlich. Das ist die Rache, Marty McFly, dafür, dass du mir eben den Run gekillt hast. Die Rache. Endlich konnte ich mich rächen bei dem Schwein. Hoffentlich gibt er uns jetzt ein geiles Item. Amboss, komm, direkt Amboss. So früh wie möglich Amboss.
Ach Mann, warum? Es ist halt wieder der Gamble. Es ist halt wieder der Gamble, ob ich die Atomraketenwerfer bekomme. Ach komm. Wir riskieren es einfach. Man gönnt sich einfach sonst nichts. Wir riskieren es. Eben habe ich es nicht hart genug riskiert, deswegen ist der Run nichts geworden. Jetzt riskieren wir all in, Baby. Vielleicht kriege ich ja zufällig einen Atomraketenwerfer. So, danke fürs Triggern der Potato-Sucht. Noch 3 Stunden Zocken bis zum Wochenende. Guck auf jeden Fall. Yo, Toppe, ich wünsche dir was. Schönen Abend wünsche ich dir. Namen zusammen. Benjamin, was geht? Ich grüße dich. Extramagen wäre gut. Extramagen früh ist auch sehr geil. Ja, Extramagen und Amboss sind wahrscheinlich die besten roten Items, die man sehr früh haben will. Wir kriegen aber leider das Explosiv-Ding und jetzt hoffe ich, dass wir einfach irgendwie... Ich würde jetzt sogar einen Raketenwerfer mitnehmen. Wir nehmen jetzt einfach irgendwas mit, was explodiert und versuchen, einen Atomraketenwerfer zu bekommen. Wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht, aber jetzt, ich will das jetzt riskieren. Es hat eben den Run schon nicht geklappt, aber wir versuchen es einfach. No risk, no fun. Einfach all in, baby. Wenn man einen geilen Run haben will, muss man eben auch mal was riskieren. Und wenn es klappt, dann ist geil. Wenn es nicht klappt, haben wir Pech gehabt. Dann haben wir es aber wenigstens versucht und sind dran gescheitert. Sind kläglich dran gescheitert. Leider. Aua, aua, oh. Ja, Herze, geh weg. Ich brauche mehr Gegner, nicht weniger. Silberkugel schon mal und Explosionsradius. Leute, wir sind auf was auf der Spur. Vernichter. Okay, Vernichter ist eine schwere Waffe. Das ist schon mal geil. Nehmen wir natürlich mit. Raketenwerfer, wir nehmen jetzt einfach alles mit. Wir machen einfach den Wühltisch bilden, Leute. Den habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Wir nehmen einfach alles mit. Wir konzentrieren uns nicht auf eine bestimmte Waffe. Wir packen einfach alles ein, was kommt. Raketenwerfer stecke ich mir auch gleich noch ein. Die Sniperpistole upgraden wir auf rote Stufe, damit es richtig schön schallert. Und dann können wir immer noch gucken, was wir so bekommen und wie wir weitergehen. Aber ich denke, das ist ein ganz guter Start. Nicht ganz so organisiert wie eben, aber halt die Optionen sind auf jeden Fall da, dadurch, dass wir jetzt die ganze Waffen kriegen. Aber ich würde doch schon sagen, der andere Run hat schon in den frühen Runden deutlich mehr abgeliefert. Wir haben bessere Items bekommen, bessere Waffen auch. Aber dafür dann hat er später nachgelassen und mir einfach nicht das gegeben, was ich will. Also hoffen wir mal, dass der Run jetzt hier überzeugt. Tasche nochmal, ist okay. Dann haben wir die weg. Das ist auch okay. Ah, was wollen wir hier? Also defensiv bin ich richtig am Arsch, aber ich würde, glaube ich, einfach auf Schaden gehen. Weil wir Schaden schon gebrauchen können. Noch. Wir holen uns jetzt hier noch einen Raketenwerfer und jetzt Atomraketenwerfer. Komm. Hase, sehr geil. Schraubenschlüsse 4, okay. Bandana auch sehr, sehr gut. Steinhaut ist jetzt nicht so überzeugend gerade, muss ich zugeben, mit 3 Rüstungen dann rumzulaufen. Ah. Die Ernte fällt jede Runde, ja. Das ist normal, weil wir der Schreier sind. Wir verlieren jede Runde 3 Ernte, das ist ganz normal. Aber bei dem Geld, was wir bekommen, könnte ich das theoretisch auch ignorieren und das wäre auch relativ wumpe. Sagen wir mal, ich würde in 100 Runden kein einziges Mal positive Ernte mitnehmen, dann hätten wir am Ende minus 300 Ernte. Bei dem Geld, was wir bekommen, ist das eigentlich komplett egal. Aber mit dieser Kombination bekommt man so viel Geld, dass es eigentlich komplett Wayne ist. Ob du die Minusernte auf die Minusernte achtest oder nicht. Wenn sie natürlich positiv ist, machst du noch mehr Geld. Das ist nicht schlecht. Und wenn du die Ernte auf einen hoch genugen Wert bekommst, dass minus 3 weniger ist als das, was du dazu bekommst, dann musst du dich auch nicht mehr drum kümmern.
Aber ich muss sagen, da haben wir diesen Run nicht so das Glück, was die Ernte-Items angeht. Und das läuft ja mega easy. Ist, glaube ich, gerade eine Hordewelle auch. Das ist ja übel free. Muss gar nichts machen. Ja, easy. Hordewelle, my ass. Seltsamer Geist, nö, lass mal, aber mehr Prozentschaden. Ausweichen ist auch ganz geil. Attack Speed wäre auch nicht verkehrt. Und hier nehmen wir, glaube ich, einfach alles mit. Verbandskasten. Ja, ist nett. Nehmen wir mit. Ich will zwar auch das Glück haben, aber ist auch ganz geil für uns gerade. Oh, Nachtsichtbrille, die ist geil. Wir brauchen mehr Crit. 15 Crit, 50 Range. Wir brauchen auch Range. Das ist perfekt für uns. Noch ein Raketenwerfer. Nein, ich brauche Atomraketenwerfer spielen. Nicht normale Raketenwerfer. Komm schon. Tu es. In 47 Minuten mit Bohrer und Excalibur. Das ist ein Moor. Wenn dir Laden dich hasst, ist ätzend. Aber manchmal passiert das einfach. Es gehört halt dazu. Es ist immer ein bisschen Glück dabei. Das gehört bei diesen Spielen halt auch immer ein bisschen dazu. Klar, man... Also der letzte Run, den ich jetzt mit der Combo hatte, das war einfach ein bisschen unvorsichtig. Das war kombiniert. Das war ein bisschen Übermut und Pech, dass ich da einfach so richtig weggeballert wurde von den Gegnern, dass ich auch getroffen wurde, wirklich. Aber manchmal stimmt es schon. Manchmal kriegt man nicht die Waffe, die man will, oder manchmal kriegt man nicht das Item, das man braucht. Das gehört halt dazu. Da muss man nochmal einen Run machen. Und manchmal tut es halt besonders weh und manchmal denkt man sich so, wenn es jetzt in Welle 25 passiert oder so, dann ist halt, ja, so, ne? Ist okay, hat nicht geklappt, dann machst du noch eine. Aber wenn es halt schon in der höheren Welle passiert und du hast schon so eineinhalb, zwei Stunden drin, dann tut es halt anders weh. Dann tut es schon ein bisschen weh und dann will man es eigentlich nicht haben. Und ich habe keine Ahnung, was hier gerade... Also ich glaube nicht, dass wir diesen Run hier gerade erfolgreich sind. Also das passt hier irgendwie alles überhaupt nicht zusammen. Holster kaufe ich jetzt auch noch nicht. Das kommt sowieso später die ganze Zeit. Ich habe schon zwei Bandanas. Eins geht noch. Ah, hier auch wieder. Ich hätte jetzt sehr gerne irgendwas Geiles. Aber das ist ja alles nur so okay. Aber nicht so richtig geil. Und Space Potato, ich danke dir ganz vielen lieben Dank dafür, dass du eine Kanalmitgliedschaft abgeschlossen hast. Sehr lieb von dir. Wir haben gleich immer noch einen Elite-Fight, aber ich würde sagen, wenn wir da jetzt kein geiles rotes Item kriegen, weiß ich nicht, Mann, weiß ich nicht. Vielleicht hatte ich eben in dem Run noch einfach extrem viel Glück am Anfang, aber irgendwie fühlt der sich im Vergleich einfach so schwach an. Also nicht schwach, aber wir kriegen halt Jagdtrophäe, hatte ich eben schon zu dem Zeitpunkt. Ich hatte schon ein paar Metalldetektoren. Das macht halt schon auf lange Sicht dann auch viel aus, wenn man die früh bekommt natürlich. Boah, die Sniper-Pistole macht aber auch echt gute Arbeit, muss ich sagen. Habe ich auch lange nicht mehr benutzt, aber die ist eigentlich echt eine gute Waffe. Knallt auf jeden Fall rein. Schwere Geschosse ist natürlich eigentlich auch sehr lecker für uns. Mehr Bäume, auch ganz gut, obwohl wir jetzt auch nicht so überragend viel Glück haben. Also... Tempo ist mir jetzt gerade auch noch nicht so wichtig. Lieber ein bisschen Attack-Speed und Fernkampfschaden. Mehr Gegner gehen auch. Gift-Tonikum geht auch. Und noch ein bisschen Fernkampfschaden, sehr schön. Wenn es immer bei allen perfekt läuft. Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Gehört natürlich dazu, dass es halt auch ein Achievement dann am Ende ist. Auch wenn du jetzt halt... Also, dass es am Ende dann auch was ist, worüber man sich freut. Wenn es halt mega easy ist und beim ersten Run klappt, dann ist ja auch langweilig irgendwo. Das stimmt schon. Ich beschwere mich auch nicht. Ich hätte halt nur das Potenzial gesehen und... Ja, deswegen... Deswegen, ja, muss man drüber stehen. Und wie gesagt, wenn das jetzt auch nichts wird, dann ist es halt so, dann soll es halt nicht sein. Am Wochenende werden wir das auf jeden Fall mal richtig ausreizen. Und da werde ich mir dann auch ein bisschen mehr Zeit nehmen, dass wir das hinkriegen. Weil ich sowieso schon alles für die Woche fertig habe. Das heißt, bis Sonntag habe ich alle Videos schon komplett fertig gemacht.
Das heißt, ich habe jetzt dann auch die Zeit, am Wochenende was anderes zu machen. Und da können wir definitiv dann ein bisschen im Stream nochmal versuchen, die 100 zu knacken. Weil ich heiß drauf bin. Aber es wird auch, wie man gesehen hat, nicht so easy, wie ich dachte. Ich dachte halt echt, es wird mega, mega easy mit der Mod. Aber ich muss sagen, es hat mich doch auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Eben. Ah, noch ein Vernichter. Okay, Leute, ich glaube, wir machen jetzt Vernichter irgendwie so ein bisschen. Also ich nehme jetzt die Vernichter mit. Wenn das Spiel sagt Vernichter, dann sagt das Spiel Vernichter. Dann ist das halt so. Wir nehmen hier noch mehr Gegner auf jeden Fall mit. Köder könnte ich auch einpacken. Wäre mehr Geld und das nehmen wir auch noch mit. Und Kaiju, ich danke dir auch. Ganz, ganz vielen lieben Dank, dass du auch Kanalmitglied geworden bist. Auch sehr lieb von dir. Freut mich, wenn es dir gefällt und du dich entscheidest, mich zu unterstützen. Aua. 33 Schaden. Okay, Jungs, ich glaube, ich sollte vielleicht nicht Schaden mitnehmen. Und falls ihr euch fragt, was hier für eine Waffen gehen, ich weiß es selber nicht. Ich glaube, es ist jetzt spontan ein Vernichter-Run geworden. Spontan umentschieden, spontan zu einem Vernichter-Run. Okay, komm schon, bitte. Gib mir irgendwas Geiles. Nee. Ja, es ist okay. Wir haben eigentlich auch ganz guten Crit, also das könnten wir auch mitnehmen. 12 Ausweichen packe ich mir jetzt auch mal ein. Davon haben wir sehr wenig. Blutige Hand. Nee, können wir schon nicht mehr mitnehmen, weil ich schon das Dreieck der Macht wieder genommen habe. Einfach für den Damage. Noch ein Vernichter. Okay, das Spiel hat gesprochen, Leute. Wir machen jetzt Vernichter. Falls ich noch einen Atomraketenwerfer bekomme, würde ich mich auch dazu durchringen lassen, den auch noch mitzunehmen. Aber das Spiel hat entschieden, wir gehen jetzt auf Vernichter und probieren damit unser Glück. Raketenwerfer 4, ja komm, nehmen wir jetzt auch noch mit. Ich probiere trotzdem noch die Dinger zu kriegen. Die Hoffnung stirbt zuletzt, wie es so schön heißt. Und deswegen probiere ich trotzdem noch die Atomraketenwerfer zu bekommen. Extrem günstig. Und du kriegst ja sogar auch die Emotes. Das hat man eigentlich andere Vorteile als auf Twitch. Du hast eigentlich durch eine Mitgliedschaft genau die gleichen Vorteile wie auf Twitch, glaube ich. Nur es ist günstiger. Und ich krieg mehr dafür. Im Verhältnis, also prozentual natürlich. Weil Emotes hast du hier auch. Sub-Badge hast du hier auch. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde inzwischen YouTube-Streaming auch besser als Twitch. Erstens, weil YouTube nicht so gierig ist wie Twitch. Weil Twitch dir halt schon, gerade wenn du ein kleiner Creator bist, jemand, der natürlich nicht so viele Leute hat, die reinsubben und logischerweise nicht so viele hat, die dich supporten, dann ist Twitch schon sehr, sehr gierig. Wenn du natürlich jeden Monat tausende Subs hast, dann ist das was anderes. Aber ich muss sagen, dass YouTube da deutlich fairer ist. Und YouTube ist auch generell deutlich fairer, was das angeht. Rüstung und Technik. Also ich muss sagen, YouTube gefällt mir immer besser. Das einzige Schade, was an YouTube ist, dass halt die... Ja, dass die Chatkultur nicht ganz so ausgeprägt ist wie auf Twitch, weil du einfach nicht diese Emote-Vielfalt hast. Auf Twitch hast du halt einfach, jeder Streamer hat seine eigenen Emotes. Du hast dann noch 7TV, du hast Better Twitch TV, du hast einfach viel mehr Möglichkeiten im Chat und es sieht auch einfach schöner aus. Das Layout ist schöner. Es ist halt eine Seite, die primär für Streamen ist. YouTube ist halt für Videos on Demand und man kann da auch drauf streamen. Da merkt man halt dann schon den Unterschied, aber ich muss sagen, gerade als jemand, der eher klein ist, so als kleiner Creator, der jetzt nicht riesen Following hat, ist YouTube deutlich besser für, ja, dass man für seine Arbeit halt auch eher entlohnt wird und nicht, dass dann irgendwie da übel viel an die Seite noch rausgeht, wenn du dann schon eh jetzt nicht so viel damit machst, deswegen... Nehme ich die Spinne noch mit? Ach, ich glaube, an dem Punkt ist es so. Wir nehmen die Spinne einfach mit.
Ich habe YouTube Prime. Sehr schön, Malle. YouTube Prime ist einfach das Beste. Ja, Matthias, habe ich tatsächlich. Wo war ich dran? Dieses Zombie-Ding habe ich mir angeschaut und da wird vielleicht auch nächste Woche was zu kommen. Also, das hat mir ganz gut gefallen. Das fiel jetzt auch schon öfter mal im Chat. Da hatte ich aber schon mal zufällig so ein Video wieder vorgeschlagen bekommen von einem dieser internationalen YouTuber. Ich weiß gar nicht, wer es war. Aber ich muss sagen, das sah ganz lustig aus. Ist natürlich, hatte ich auch schon gesagt, ein bisschen anders vom Stil her. Ich mache ja hier eher so Games, die würde ich mal sagen nicht ganz so ernst sind, und das Game ist natürlich dann doch schon sehr dunkel, also mit Zombies und Blut und so und Waffen, also richtigen Waffen, so die dann realistisch aussehen. Potato-Waffen sehen jetzt ja nicht wirklich realistisch aus. Aber ich denke, vom Gameplay her kann das überzeugen auf jeden Fall. Also, wenn mir das gefällt, ich werde es mal antesten, wenn mir das gefällt, dann wird es da, denke ich, nächste Woche definitiv was zu geben. Mal einen Run oder so, euch das mal vorstellen und dann könnt ihr ja immer noch gucken, ob das was für euch ist. Das ist ja dann immer die Möglichkeit. Ich sehe das dann ja auch immer an der Resonanz, ob das gut ankommt oder nicht. Wenn das Spiel halt nicht so der Burner ist, dann hat man es halt mal getestet, mal ausprobiert. Das nehme ich jetzt einfach. Wir müssen ein bisschen unsere Ernte arbeiten. Also, ich habe das Gefühl, der Run ist es nicht irgendwie. Ich werde damit jetzt weiterfahren, aber wenn wir jetzt nicht richtig Glück im Shop haben, war der andere Run 10.000 Mal besser. Wir haben viel, viel früher viel mehr gute Items bekommen. Und irgendwie hier so richtig geil ist das jetzt nicht. Ist okay natürlich, wir werden damit wahrscheinlich auch so ganz gut fahren, aber im Vergleich zu dem anderen Run ist das hier, warte mal, wie viel Glück habe ich? 88 Glück, das ist so Turbo-Trash. Oh, ich weiß nicht, Leute. Ich glaube, da haben wir nicht so viel Glück gehabt mit den Items. Ich krieg nicht mal Kisten. Ich überlege gerade, ob ich noch neu starte, solange ich noch die Zeit habe. Weil ich habe das Gefühl, dass es nicht der Run. Na, ich warte mal. Ich schaue noch mal bis Runde 30 oder so. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben ein bisschen zu viel Trash bekommen. Obwohl, jetzt kommen hier gerade viele Kisten. Vielleicht ist es noch nicht verloren. Aber mit 88 Glück hat man echt verdammt wenig Glück im Endlos-Modus. Das ist schon sehr, sehr wenig. Das macht mich nicht glücklich gerade. Jagdtrophäe ist schon mal gut. Immerhin. Wir brauchen mehr Glück. Okay, das sieht ganz gut aus. Das waren zwei wichtige Items für uns. Wir brauchen auch mehr Crit. Baby mit Bart ist auch ganz okay. Ist auch okay. Wir müssen jetzt einfach Glück spammen. Mal sehen. Runde 50, immer noch 6000 Material in die Runde. Ja, moin. Genau, Samura, das ist richtig. YouTube Premium ist das Beste überhaupt. Das ist das Beste überhaupt. Wie heißt die Mod mit zwei Kartoffeln? GMO heißt die Mod. Realistisch oder nicht, als Dorfkind bekomme ich ganz schön Angst vor dem Kartoffelwerfer. Meinst du, sowas gibt es auch in echt? Dass du einfach dann von jemandem mit so einem Kartoffelwerfer vollgeballert wirst im echten Leben? Ich sag euch, Leute, der Run überzeugt mich überhaupt nicht und wir werden mit diesem Run weiterkommen als mit dem anderen. Ich sehe es jetzt schon kommen. Ich foreshadow schon mal so ein bisschen. Mann, ich brauche mal Ziftrelikt, dass ich wieder AFK gehen kann. Zwei Kisten auch, nur das ist richtig scheiße. Ja, mehr Glück. Okay, wir sind Comeback, Leute, Comeback.
Ja, ich weiß, du willst, dass ich das Polster kaufe, aber ich will jetzt erstmal andere Sachen. Wir brauchen einfach jetzt heftig Glück. Heftig brauchen wir Glück. Mehr Gegner brauchen wir auch, mehr Geld. Let's go. Diebesdolche, ja, Diebesdolche machen halt aber nicht so viel Schaden, ist das Problem. Und Diebesdolche mit Jack und Schreier in Kombination lohnt sich, glaube ich, nicht. Das sind zu wenig Gegner, beziehungsweise wir brauchen halt viel mehr Schaden. Und Nahkampf zu sein am Anfang ist halt ein übelster Nachteil. Das lohnt sich nicht, leider. Normaler Schrei halt ja, sofort Diebesdolch, aber in Kombination mit dem Jack ist das zu harter Nachteil. Ich sehe das noch, Leute. Ich sehe das noch. Wartet ab. Das ist so ein Run, der lässt einen am Anfang ein bisschen strugglen und dann später gönnt er. Baut mehr. Hatte ich schon einen Stromgenerator? Moment. Ja, hatten wir schon. Ich könnte also theoretisch Tempo mitnehmen. Wir brauchen eh noch ein bisschen Tempo. Reformation Kapuzenpullover, genau sowas wollen wir sehen. Das ist doch schon mal ein Anfang. Mehr Schaden ist auch schon mal gut. Ich sag ja, das ist so einer, der lässt sich hängen und dann kommen auf einmal alle Items, die man braucht und es geht bergauf. Glaubt mir. Polster für später. Ja, Polster würde ich jetzt kaufen, aber die bringen uns jetzt gerade einfach gar nichts. Gibt sogar richtige Bewerbe damit. Echt, als ob. Und jo, guten Abend, was geht, Ex? Ich grüße dich. Einfach so richtige Kartoffelwerfer-Wettbewerbe. Wir ziehen den Run jetzt noch durch, weil einfach, wenn ich jetzt von vorne anfange, dann wird es einfach zu spät. Wir ziehen jetzt so weit durch, wie wir kommen. Einfach als Übung und dann am Wochenende holen wir uns die 100. Wie gesagt, wenn der jetzt nichts wird, dann gehen wir am Wochenende rein, machen ein paar Runs und dann hole ich mir da die 100, falls der jetzt nicht noch irgendwie richtig gönnt. Weil es, wie gesagt, sonst einfach zu spät für mich wird, weil diese 100er Runs viel, viel zu lange dauern. Wenn ich jetzt wieder neu starte, dann ist wieder eine halbe Stunde länger, bis ich wieder hier bin. Und dann, was machen wir dann, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe am Wochenende einfach. Hab vergessen, wie lange es dann doch dauert, bis man mal in den hohen Runden ist. Also ballern wir den jetzt noch durch. Wenn der nichts wird, dann soll es heute nicht sein. Fernkampfschaden und noch ein bisschen Glück. Ah, Baby mit Bart, da verliere ich wieder so viel Range, aber scheiß drauf. Der Damage muss her. Ring der Selbstjustiz, der erste, das ist schon mal sehr gut. Und da ist der Atomraketenwerfer. Ich habe es euch gesagt. Das Spiel lässt uns zappeln. Und dann, bam, kommt genau das, was wir brauchen. Jetzt haben wir den ersten Atomraketenwerfer. Sehr schön. Let's go. Hatte ich hier jetzt auch das Explosivding mitgenommen? Oder war das der Run? Ich bin mir gerade. Ja, Mann, wir haben sogar explosiv geschossen. Leute, ich hab's doch gesagt. Jetzt müssen wir nur noch an mehr von denen kommen. Mehr wie die Ostsee. Wir müssen jetzt an mehr von denen kommen und dann sind wir ready. Und dann noch ein Armboss, dass die alle rot sind. Ah, schaut euch das an. Wir können wieder AFK gehen. Wir haben unseren Atomraketenwerfer, der regelt. Ist das schön. So macht's doch direkt wieder Laune. Muss leider aber noch Geld einsammeln, weil wir ein bisschen zu wenig Sammel-Items haben. Ein Gecko-Baby. Reicht da noch nicht. Wir brauchen das Sift-Relikt hier mal oder ein paar Gecko-Babys gehen auch. Panda nehme ich auch nochmal mit. Mehr Glück. Community-Support hatten wir auch noch nicht.
16% Schaden. Jetzt kommt hier alles zusammen. Wir kriegen auch langsam mal ein bisschen Glück. Noch ein Vernichter. Ich glaube, da weiß ich jetzt nicht. Nee, wir wollen nicht mehr auf den Vernichter. Wir brauchen jetzt die Atomraketenwerfer. Komm schon, Spiel. Tu es. Tu es einfach. Ja, mehr Glück ist auch nicht schlecht. Gecko Baby ist auch nicht verkehrt. Ah, du bist auch nicht verkehrt. Ah, es muss nur noch der Rest kommen. Fast die 1 Milliarde mit Cyberball. Ja, moin. Nordic Ashes ist super. Ja, Nordic Ashes Vegan habe ich auch ein bisschen gespielt tatsächlich. Hat mir auch sehr gut gefallen. Problem war einfach, dass Nordic Ashes nicht so bekannt ist, glaube ich. Also das ist einfach nicht so. Das Interesse ist nicht so da an dem Spiel, habe ich das Gefühl. Und deswegen habe ich es dann auf dem Kanal einfach nicht mehr gebracht. Aber das ist definitiv ein gutes Spiel. Kann man sich anschauen. Beziehungsweise kann man mal ausprobieren in dem Genre. Aber hatte auch wieder dieses, das hatte aber auch dieses typische Problem. Es war einfach zu langsam. Es hat einfach zu lange gedauert, bis neuer Content kam. Da habe ich dann auch immer das Interesse wieder verloren. Und dann wieder neu reinzukommen, wenn es noch so viele andere Spiele gibt. Das ist immer sehr gefährlich für diese Early Access Spiele. Dass die einfach zu langsam mit dem neuen Content sind und dann immer Monate brauchen, bis was Neues kommt. Und dann, wenn was Neues kommt, bist du einfach schon weitergezogen. Wenn das Spiel nicht an sich genug bietet, weil ich glaube am Anfang hatte das nur 2 Maps und 4 Charaktere oder so, da bist du halt schnell durch. Hast ein paar Runs gemacht, hast alles gesehen, so. Und das war so ein bisschen das Problem von dem Spiel, glaube ich, dass da viele auch dann sehr schnell wieder das Interesse verloren haben, weil es einfach zu wenig neue Dinge gab. Und das Spiel an sich einfach vom Spielprinzip da nicht genug geboten hat, dann am Anfang. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Ich habe da Monate nicht mehr reingeschaut. Yes, Leute! Let's go! Wir sind im Game. Da sind sie doch. Ich hab's euch gesagt. Ihr habt nicht beliebt. Ich hab's euch gesagt. Ich hab gesagt, dieser Run ist es mit den Atomraketenwerfern. Wir müssen einfach nur uns durchbeißen durch die schweren Zeiten und dann kommen die guten Waffen. Das ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt. Ich habe so viel Sammelreichweite, dass ich alle Früchte und Kisten aufsammle, wenn ich in der Mitte stehe. Ja, moin. Streamer-Funktion. Was denn für eine Streamer-Funktion tatsächlich? Ich kann mal schauen, was es Neues gab, aber versprechen tue ich es jetzt noch nicht. Auch weil ich einfach gerade so viel andere Games auf dem Schirm habe und da gar nicht hinterherkomme eigentlich. Aber anschauen kann ich es mir definitiv mal, was es da so Neues gibt. Aber es gibt jetzt gerade so ein paar Games, auf die ich richtig heiß bin. Early Access Version von Thronefall am 2. August beginnt. Da bin ich richtig heiß drauf auf das Game, auf mehr Content davon. Ich bin richtig heiß auf Super Fantasy Kingdom. Wenn da mal was Neues kommt irgendwann, hoffe ich mal. Da bin ich auch richtig heiß drauf. Death Must Die, die Early Access Version, da bin ich auch richtig heiß drauf. Das Spiel hat auch richtig viel Potenzial. Also ich habe jetzt in letzter Zeit so viele Games ausprobiert, die richtig Potenzial haben. Wo ich einfach nur drauf warte, was halt alles immer Demos waren, wo ich einfach nur drauf warte, dass da jetzt dann mal die Leute, die das machen, mit neuem, beziehungsweise mit der Early Access Version rausrücken. Also es gibt halt so viele geile Games, die demnächst kommen, jetzt so Richtung Herbst und so, weil da kommen dann die ganzen guten Games dann, die dann alle released werden. So die Herbstzeit ist immer sehr, sehr gut für sowas. Wenn es langsam wieder ein bisschen, wenn alle aus dem Urlaub zurückkommen, langsam wieder ein bisschen kühler wird, Leute mehr zocken, dann kommen die ganzen Games, was es Richtung Weihnachten geht und so und dann wird es halt wieder fett. Aber nicht, dann nehme ich glaube ich nicht mit, wir bleiben bei den Dingern. Und John, was geht? Ich grüße dich. 20 Minutes to Dawn Potato. Habe ich ein bisschen gemacht, ja. Das Problem ist einfach bei den Streams, dass ich im Moment jetzt wirklich aktuell, so wie ich es handhabe, hier auf YouTube mache ich halt, versuche ich fast jeden Tag ein Video zu bringen. Und also so 6 von 7 Tagen versuche ich ein Video zu bringen, wenn es möglich ist für mich zeitlich aktuell.
Und halt mittwochs immer Potato, Samstag, Sonntag immer Potato, habe ich bis jetzt immer so gemacht. 16 Uhr halt jeden Tag fast. Und dann mit den Streams noch dazu ist das Problem, muss ich immer mit der Zeit gucken. Und wenn ich halt streame, denke ich mir, dann will ich auch gerne Games machen, wo ich merke, dass das auch viele interessiert, die bei mir dabei sind. Weil es natürlich sich dann einfach für alle am meisten, es macht für alle am meisten Sinn. Die Leute, die mir folgen, können halt das sehen, was sie am meisten hier interessiert oder was die meisten Leute interessiert. Und ich habe halt den Vorteil, dass mehr Leute da sind als bei anderen Games. Was ja auch ein Vorteil dann ist, wenn im Chat ein bisschen mehr los ist, man kann sich unterhalten, dann macht das Stream halt auch mehr Spaß. Als wenn du jetzt da einfach weniger hast, weil das Game vielleicht nicht so interessant ist für viele. Und dann ist es halt immer schwierig. Ich wollte eigentlich auch immer dann sagen, okay, ich mache auch mal Streams, wo ich Games mache, von denen ich weiß, dass die halt nicht so interessant sind, aber mir halt viel Spaß machen. Aber da ist dann halt Zeit das Problem einfach. Dass man, um das dann machen zu können, da müsste man dann schon irgendwie sagen, okay, ich mache jetzt YouTube nichts anderes mehr als YouTube, weil das einfach sonst nicht manageable ist. Weil es doch, muss ich zugeben, es ist natürlich auch was, was man merkt, wenn man selber anfängt, so YouTube-Videos zu machen, wenn man ein gewisse Regelmäßigkeit haben will und einen gewissen Content liefern möchte, dann ist es doch mehr Arbeit, als man denkt. Tatsächlich. Was man vielleicht so aus Zuschauerperspektive gar nicht so wahrnimmt. Gerade wenn man selber zugeschaut hat viel, aber du musst ja, da passiert ja noch viel mehr, als nur das Video aufnehmen. Gerade wenn du das alles alleine machst. Ich bin da jetzt ja nicht Henno, der praktisch nur das Video aufnehmen muss und dann wird es ihm geschnitten, das Thumbnail gemacht und alles. Das muss ich ja alles selber machen. Und das frisst natürlich auch nochmal Zeit. Und dann hat man, wenn es dein Hobby ist, einfach, da habe ich einfach nicht so viel Zeit, so viel zu streamen. Ich würde gerne viel mehr machen, ich würde auch gerne noch mehr Videos machen. Aber da habe ich dann einfach nicht die Zeit für, leider. Und deswegen sage ich mir, gut, wenn ich dann Zeit reinstecke, dann mache ich auch Dinge, bei denen ich merke, dass sie funktionieren. Einfach, dann verschwende ich meine Zeit nicht. Und wie gesagt, ihr habt was, wo ihr Spaß dran habt. Viele Leute, die wirklich Spaß dran haben. Und das ist dann, glaube ich, für alle am besten. Kettenkanone, ich weiß, ich habe sie gesehen, aber ich will jetzt die Atomraketenwerfer spielen. Oh, uiuiui, Vernichter 4. Oh, da wird es mir schon ein bisschen, da habe ich schon Bock so ein bisschen. Ach komm, wir nehmen die jetzt mit. Wir machen Vernichter-Atomraketenwerfer-Kombo, Leute. Wir machen jetzt ein Kombo-Bild. Einmal zum Mitnehmen. Und Chronix, ich danke dir. Vielen lieben Dank für deinen Support. Und ich gehe mir mal ganz kurz was zu trinken holen, Leute. Ich bin ja schon wieder mit dem Mund am fusselig reden. Ich bin sofort wieder da. Und CC, was geht? Ich grüße dich. Potato geht weiter. Potato wird lange weitergehen. Ja, das ist einfach eins meiner Lieblingsspiele. Nächstes Mal Zoom. Was ist deine Lieblingskombo? Ich muss sagen, Gold mag ich am liebsten. Aber ist, glaube ich, nicht das Beste. Es hat sich ja, es gab jetzt auch einige Patches, ne? Kurz deine Videos. Freut mich, Klaus. Ich grüße dich. Und sorry an jeden, der reingekommen ist gerade, wenn ich jemanden überlese. Alle, die neu reinkommen. Ich grüße euch alle natürlich sehr herzlich. Ich versuche immer, auf jeden einzugehen. Wenn er Hallo schreibt oder mich was fragt, aber manchmal geht es einfach unter oder ich übersehe das. Nehmt es mir nicht übel. Ihr seid hier natürlich alle herzlich willkommen. Und ich versuche da immer, dass jeder gehört wird. Aber ist doch manchmal ein bisschen schwieriger, als man denkt, gerade wenn man sich noch aufs Spiel konzentrieren muss nebenher. Ich muss sagen, wir haben jetzt in Welle 30 aber schon mehr gestruggelt, als mir lieb ist. Naja, mal sehen. Jetzt haben wir die roten Vernichter, aber ich weiß nicht, ob das der Run ist. Aber wir schauen weiter. Wie gesagt, wir ziehen ihn jetzt durch und gucken mal, wie weit wir kommen. Zur Not ist es einfach nur Übung. Wanderbot. Na, nee, komm, dann nehme ich lieber das Geld mit. Köder, geil. Köder her damit. Nehme ich immer mit.
Bisschen Rüstung. Crit haben wir genug aktuell. Nehme ich noch ein bisschen Glück und Attack Speed mit. 3000 Tacken haben wir schon wieder. Da kommt jetzt gerade auch gut was rum. Also wir sind auf jeden Fall auf dem aufsteigenden Ast. Da ist der nächste Atomraketenwerfer. Sehr schön. Damit haben wir unseren ersten roten. Der macht 1100, also nochmal 300 mehr circa. Und mich vergisst ja wieder Kartoffel. Sorry. Welcome back, Kartoffel. Was geht ab? Ich habe einen Run verkackt und ich versuche es jetzt nochmal. Wie Content du rausbringst, Anne. Ja, wie gesagt, ich und Andy, was geht? Ich versuche jeden Tag was zu machen und ich versuche natürlich auch Content zu machen. Es ist ja mein Hobby. Ne? Ich habe damit ja Spaß. Ich mache das ja nicht, um damit Geld zu verdienen. Klar, ich freue mich, wenn ein bisschen was bei rumkommt. Und es ist auch so, dass natürlich jetzt gerade durch die aktuell es auch ziemlich gut läuft, muss ich einfach auch zugeben, aber ich mache das nicht fürs Geld, das ist einfach mein Hobby, ich habe da Spaß dran, ich möchte auch besser werden und euch bessere Sachen liefern, auch mal ein bisschen was vielleicht jetzt nicht so overedited Zeug, natürlich, das ist einfach nicht mein Style, weil ich auch eher so ruhig bin, aber halt ein bisschen was zusammengestauchtes, wenn es mal was Längeres ist und so, das ist einfach so das beste Zuschauererlebnis, was für mich halt möglich ist mit meiner Zeit und meinem Können. Das ist schon so mein Ziel und es ist halt einfach nur mein Hobby. Ich bin einfach süchtig nach Potato. Ich spiele sehr gerne Indie-Games und dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, probier mal auf YouTube was damit zu machen. Und dann hatte ich einfach das Glück, dass Potato durch die Decke gegangen ist, weil du brauchst halt was, was dich bekannt macht, wenn dich niemand kennt auf YouTube. Du brauchst den Algorithmus. Ohne den hast du keine Chance, weil irgendwas muss euch ja dazu bringen, auf meine Videos zu klicken. Und wenn das halt irgend so ein No-Name ist mit 50 Abonnenten, da hat man natürlich erstmal eine andere Einstellung, als vielleicht, wenn es jemand ist, der schon ein paar Videos hat, wo man dann sieht, okay, der macht das schon länger und ist ja normal, das hat ja jeder. Und da hatte ich dann einfach das Glück, dass Potato durch die Decke gegangen ist und ich einfach da am Ball geblieben bin. Damals, als ich es gemacht habe, ich meine, wie viele Views hatte ich auf meinem ersten Video? 200, 300 Views hatte ich auf meinem ersten Potato-Video oder so. Also ist jetzt nicht so, dass ich da Potato angefangen habe und tausende Views oder so gekriegt habe. Das war schon auch ein harter Weg, dahin zu kommen. Und ich habe mich auch sehr verbessert, was auch mein Content angeht von der Qualität her. Ist auch einfach so. Ob man das jetzt mag oder nicht, das ist natürlich jedem selbst überlassen. Jeder mag anderen Content. Manche Leute mögen es, wenn es eher aufgedreht ist. Manche mögen es, wenn es ruhig ist. Manche mögen dies, manche das. Da hat jeder andere Präferenzen. Das ist ja ganz normal. Aber Hauptantrieb für mich ist tatsächlich, wenn Leute sagen, wenn ich sehe, es kommt gut an. Also wenn die Leute sagen, okay, das war gut, hat mir gefallen, Spaß gemacht zuzuschauen, da freue ich mich immer. Und natürlich einfach, wenn ich am Ende damit zufrieden bin. Das ist so für mich die Sache. Das Wichtigste damit, dass ich am Ende sagen kann, ich habe was gemacht, damit bin ich zufrieden. Ob sich jetzt 10.000 Leute angucken oder 1.000 Leute, ist mir dann eigentlich egal. Hauptsache, es ist was, wo Leute sagen, ey, das hat uns gefallen. Die, die es gesehen haben, sagen, es hat ihnen gefallen. Kannst du mehr von machen oder gefällt mir, was du für Content bringst. Und das ist so mein Antrieb eigentlich. So würde ich das, glaube ich, kurz fassen. Und deswegen habe ich einfach auch die Motivation, da so viel Content zu bringen, dass ich die Videos mache. Ich plane das ja auch immer alles. Ich mache zum Beispiel viel am Wochenende schon fertig, dann für die Woche. Ich habe jetzt, wie ich ja schon mal gesagt habe, ich habe jetzt alle Videos bis Sonntag habe ich schon fertig. Ich muss nichts mehr machen. Das heißt, ich kann mich jetzt auf andere Dinge in meinem Privatleben konzentrieren und ihr kriegt euren Content. Ist ja das Beste von beiden. Muss man halt ein bisschen mit planen. Aber das ist auch alles möglich. Das ist alles möglich, Leute. Wenn man es will, dann ist es irgendwo möglich. Und wenn man Spaß dran hat, dann glaube ich, macht man auch mal Dinge, die vielleicht ein bisschen nervig sind. Und Sarot, ich danke dir auch ganz herzlich hier. Sorry, ich bin die ganze Zeit am Brabbeln und gucke hier gar nicht in den Chat, aber das hat mich gerade irgendwie so, da war ich gerade jetzt so am Abschweifen. Ich danke dir ganz herzlich für deinen Support. Ich weiß gar nicht mehr, was ich als letztes noch gelesen hatte. Wellen 38 ist Schluss. Ach, Fabi, du gönnst ja gar nicht hier. Einfach das Messer in meinem Rücken bist du ja. Nein, Spaß. Dein Item in Die. Muss gleich zur Nachtschicht, wünsche dir noch einen guten Run. Samura, ich danke dir ganz herzlich, dass du reingeschaut hast. Und Homer, lass dir deine Pizza schmecken. Ich gönn's dir, guten Hunger. Der Obersuchti kommt rein, ja genau. In Welle 50, ja, das tat schon weh.
Wavel 48 Rebär, Leute, allerdings. Freut mich, John, freut mich. Obersucht die als Charakter. Wenn 48 nicht VIP gegangen wäre. Video und Lexi. Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Der neue Rechner ist natürlich ein krasses Upgrade gewesen. Also. Und was soll ich sagen? Der neue Rechner ist euer Verdienst. Die Leute, die meine Videos eingeschaltet haben. Deswegen konnte ich mir so schnell einen neuen Rechner kaufen. Das war alles das Geld von YouTube, das ich verdient habe. Das ist alles in den neuen Rechner geflossen und generell ins neue Mikro und alles Mögliche, was ich mir halt für YouTube gekauft habe. Photoshop zum Beispiel habe ich ja jetzt auch, benutze ich jetzt auch seit kurzem und so. Das kostet halt alles Geld. Und fürs Hobby dann so viel Geld auszugeben, ist halt immer so eine Sache. Aber wenn es halt läuft, dann kann man das halt machen. Und das, oh nice, extra machen. Ach scheiße, ich habe nicht genug Geld. Rechnen können, egal, kaufen wir nächste Runde. Sind ja nur 10 Leben. Deswegen, das stimmt natürlich, der neue Rechner hat Rotator-Videos auch sehr gecarried, ich meine. Aber es hat auch irgendwie so seinen Charme, wenn du in die 50er gekommen bist und es hat alles rumgeleckt wie scheiße. Aber es macht auch schon deutlich mehr Spaß, wenn so ein 1,5-Stunden-Video in 15 Minuten fertig gerendert ist, auf einer besseren Qualität als ein, keine Ahnung, in einer Stunde und ja, 1,5 Stunden oder was weiß ich, wie lange das damals gedauert hat. Weil das natürlich dann auch viel hilft, wenn du bessere Technik hast und das einfach alles, diese Prozesse, die Zeit kosten, in denen du aber nicht wirklich viel machen kannst, dann, wenn die einfach viel, viel schneller sind. Weil so ein Video rendern, hochladen ist harte Arbeit, Leute. Ihr unterschätzt das immer. Schneiden, rendern, hochladen. Je schneller das geht, desto besser. Folter brauchen wir nicht. Ziegenschädel brauchen wir auch nicht. Cyberball können wir mit einem Gecko-Baby auch. Hatte ich schon das Sift-Relikt? Ach, ich weiß es gar nicht mehr. Ich will wieder so viel am Reden hier, aber genau das macht ja auch den Spaß aus. Muss ich immer wieder sagen, genau das macht den Spaß aus beim Stream, dass ich einfach mit euch quatschen kann, dass ich nicht mit mir selber rede die ganze Zeit, weil eigentlich ist es ja schon so, wenn man ein Video aufnimmt, redet man ja mehr oder weniger die ganze Zeit mit sich selber. Und dann hört sich das irgendwann später jemand an. Und das ist auch das Schöne am Stream, dass ihr mich Sachen fragen könnt und ich kann drauf eingehen und so. Das macht auch einfach viel mehr Spaß, beziehungsweise macht einfach Spaß. Ich zeug dann drauf nur Potato, ja, Gojira, so auf dem Level bin ich auch. Aber wie gesagt, ich benutze das jetzt ja auch zur Bearbeitung und so. Weißt du? Weil deswegen, also ich benutze das jetzt nicht nur für Potato. Was machst du hauptberuflich? Ich habe vor kurzem, vor ein paar Monaten, mein Studium fertig gemacht. Ich habe VWL studiert. Und ich bin jetzt aktuell in der Geschäftsfeldanalyse tätig, wenn dir das was sagt, oh shit. Aber ich gehe jetzt nicht ins Detail wo und so, weil, ne, weiß man ja nie, wer so zuhört. Es gibt halt manchmal Leute, die wollen dir dann, die wollen nicht so nette Dinge für dich, aber auf jeden Fall bin ich da jetzt seit kurzem tätig. Ich hatte tatsächlich auch kurz überlegt, ob ich sage, ich probiere YouTube Vollzeit zu machen, weil es möglich wäre. Aber die Sache an YouTube ist halt immer, ich vertraue dem Ganzen nicht. So, was ist, wenn Potato keinen mehr interessiert? So, dann, wie viel Geld kann ich da noch mit YouTube verdienen? Habe ich bis dahin andere Dinge gefunden, wo die Leute sagen, okay, das gefällt denen? Habe ich genug Leute gefunden, die mich auch gerne als Person gucken und nicht einfach nur wegen des Contents? Weil es ist immer so, dass Content, der beliebter ist, wird immer mehr geschaut. Egal, wer du bist, ob du Henno bist oder ob du, keine Ahnung, irgendein großer YouTuber halt, ne, ob du, keine Ahnung, Paluten, was weiß ich, ich kenne mich da gar nicht so aus, aber wenn du irgendein großer YouTuber bist, Content, für den du halt gefeiert wirst, der wird immer mehr geschaut und immer mehr angezeigt, und wenn das halt dein Hauptcontent ist und dann irgendwann die Leute einfach, ist ja normal, irgendwann hat man alles gesehen in dem Spiel und dann denkt man, zieht man weiter, und wenn dann so das nicht mehr da ist, dass ich sagen kann, okay, ich habe Leute, genug Leute jetzt an mich gebunden, dass es sich lohnt. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich mache das jetzt einfach weiter als Hobby. Und ich kann ja immer noch sagen, dass ich es probiere, wisst ihr? Ich kann ja immer noch sagen in einem halben Jahr, ey, shit, das läuft. Ich habe jetzt, theoretisch ist es sicher genug. Ich könnte jetzt das riskieren und es einfach mal probieren. Dann kann ich das ja immer noch probieren. Aber aktuell hatte sich das so ganz gut ergeben für mich. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann lassen wir das erstmal weiter als Hobby, solange es noch geht. Amboss, nice, also. Und ich fokussiere mich erstmal darauf, einen sicheren Job zu haben, bei dem ich auch am Ende das Geld auf dem Gehaltscheck habe und nicht das Geld davon abhängt, wie viele Leute meine Videos gefallen.
C64. Das heißt, ich habe einen Intel i9, ja. C64. Mit sich sehr, ja, Homer, manchmal schon. Kann man mit 7K Abos Vollzeit über werden? Ja. Die Abos sind egal. Also die Abos sind komplett egal. Das Einzige, was relevant ist, wie viele Leute deinen Content schauen. Und du musst ja auch immer sehen, theoretisch ist es ja ein Anfang. Das heißt, ich würde damit jetzt ja anfangen. Es ist ja noch die Möglichkeit da, dass ich sage, in einem Jahr habe ich doppelt so viele Abonnenten und auch im Schnitt mehr Viewer als jetzt. Theoretisch, wenn halt der Content weiter gut ankommt und ich halt weiter abliefer und den Leuten das gefällt, dann ist die Möglichkeit ja da. Und das musst du ja auch so sehen. Es ist ja irgendwo auch eine Investition, dir selber was aufzubauen. Aber das Risiko ist natürlich da, dass du irgendwann einfach nicht mehr mit dem, was du machst, relevant bist, weil sich vielleicht die Zielgruppe geändert hat. Ich meine, 5 Jahre ist eine lange Zeit. Dann vielleicht seid ihr dann alle gar nicht mehr auf YouTube und dann sind neue auf YouTube, die sind 14 Jahre alt. Und die interessieren sich dann für andere Games, die ich nicht mache. Und dann guckt mich keiner mehr, als Beispiel jetzt. So. Das kann man alles so auf Langzeit natürlich nicht sagen, weil es doch alles ein sehr unsicheres Gebiet ist. Und natürlich ist es einfach nur davon abhängig, wie viele Leute gucken dich oder wie viele Leute supporten dich. Ob sie Kanalmitglied werden oder so. Aber generell die Kombo halt aus Schauen und Supporten und so. Wie viele Leute hast du da? Und, oh, nice, Glückspfennig. Sehr geil. Sehr, sehr geil, Leute. Also der Run könnte mit ein bisschen Glück noch was werden. Bin guter Dinge. Gronkh macht Videos, das stimmt, ja, aber ich meine, guck dir an, wie viele Abonnenten Gronkh hat, der macht ja eigentlich auch nur noch Twitch. Aber wirklich, also auf Twitch hat er irgendwie 20.000 Viewer oder so. Hey, Hustenbonbon, das freut mich und ich grüße dich. Also Gronkh macht auch eigentlich nur noch Twitch. Auf YouTube lädt er halt immer so sein Zeug hoch, was der auf Twitch produziert, glaube ich. Er macht aber keine richtigen Let's Plays mehr. Madeira, genau. Vergiss nicht die 42. Naja, so schlimm ist es nicht, Blue. Aber es ist so spannend. Ey, Fabi, du kannst ja auch das VOD später angucken. Ich freue mich natürlich, wenn du dabei bleibst, aber... Das VOD wird hochgeladen. Also, das ist direkt verfügbar, wenn ich offline bin. Und ich glaube, ich verabschiede mich jetzt auch gleich. Unser Schaden ist vielleicht doch nicht so krass, wie ich ihn gern hätte. Leute, ich muss jetzt mal die Explosion ausmachen. Klar, es sieht lustig aus, aber wenn wir hier perfekt spielen wollen... Muss ich, glaube ich, die leider mal ausmachen, weil man sieht echt nicht mehr viel. Und ich glaube, es ist auch für euch im Stream besser, weil, naja. Nee, Moment, das war's gar nicht. Was war denn Explosion nochmal? Hä? Ich bin blind. Gameplay, was hier? Ach da, ich bin blind. Ja, auf der rechten Seite gab es auch noch was. Upsi. So, dann sieht man auch, glaube ich, im Stream ein bisschen mehr, weil... Natürlich die Bitrate immer etwas drunter leidet unter den ganzen Explosionen. So habt ihr auch ein bisschen mehr vom Spiel. Und ich kann besser ausweichen, theoretisch. Obwohl ich mir da nicht mal sicher bin. Yo, jetzt kommen hier viele Kisten, Leute. Wir sind back im Game. Durch den Glückspfennig. Der Glückspfennig hat uns back ins Game geholt. Wir kriegen 10 Milliarden Kisten die Runde. Wenn da jetzt noch gute Items rauskommen, die wir brauchen, sind wir back im Game. Wir haben einfach die Kisten fast schon in der Geldanzeige drin. So viele haben wir jetzt bekommen. Inventarschaden nehme ich mit für unsere Dinger. Jagdtrophäe auch nochmal sehr geil. Folter, nee, lass mal. Leute, ich glaube, wir sind zurück. Also wenn das so weitergeht mit den Kisten, dann könnte das noch heftig werden. Deswegen sage ich ja, Glückspfennig ist meiner Meinung nach das beste Item im Endlos-Modus, weil die Kisten sind so broken inzwischen. Oder Glück ist so lange noch relevant, dass man einfach mit einem Glückspfennig auf Glück so viel rausholen kann.
Ah, krass. Der ist eine Legende, der muss sich mehr liefern. Falsche Stelle im Haupt, dann hättest du das Beste aus beiden Welten. Weiß ich nicht, Cornim. Wie gesagt, das ist alles nur so Idee. Und wenn ich merke, dass es weiter gut läuft und euch gefällt, was ich mache, dann werde ich auf, oder ich auch viele neue Leute erreiche, dann würde ich es vielleicht sogar probieren irgendwann mal oder ein bisschen mehr Fokus noch drauf legen. Ich wünsche dir auch eine kartoffeligen Abendpotato und ich danke dir, dass du reingeschaut hast und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Stream vielleicht wieder oder vielleicht auch unter dem Video. Ich wünsche dir was. Hab noch einen schönen Abend oder gute Nacht, wenn du dich jetzt schon hinwirfst. Jetzt wollte ich noch irgendwas sagen. Ach so, ja, ich habe auch ein bisschen Sorge natürlich, wenn du sagst, dass du jetzt, ich mache ja YouTube logischerweise aus Spaß und wenn du jetzt sagst, du machst YouTube halt, du sagst jetzt, okay, du willst es probieren und machst es jetzt als Beruf, dann ist es dir auch viel, viel wichtiger, was für Zahlen du hast. So, dann wird es ja auch sehr wichtig, weil das ist halt dein Geld, so, und du musst ja von was leben. Jetzt ist YouTube halt einfach Taschengeld, für mich, so. Sehr gutes Taschengeld, muss man so auch einfach sagen, aber es ist für mich halt einfach Taschengeld. Also, ich bin nicht darauf angewiesen. Und das schafft es mir auch, den Spaß so daran zu haben, weil, so, wenn ein Video mal nicht so gut performt, dann ist das okay, dann verdiene ich da nicht so viel Geld, aber es ist mir halt egal, weil ich brauche das Geld nicht, ich, das... So, aber wenn du halt sagst, du machst jetzt YouTube als Hauptding, dann musst du halt auch liefern. Und dann müssen es die Leute angucken. Und Qualität ist nicht alles im YouTube-Game. Du kannst qualitativ sehr hochwertigen Content machen und trotzdem damit nicht erfolgreich sein. Das ist halt wie bei, das ist wie in den Charts. Das ist wie wenn du Musiker bist. Du kannst eine tolle Stimme haben, du kannst toll singen können. Wenn du halt nicht diesen Hit hast, mit dem du halt zack auf der Karte bist und dann weiter ablieferst, dann fällst du wieder aus der Welt raus, bist wieder einfach nichts und dann ist dein Talent halt egal. Und das ist das große Problem auf sowas, auf solchen Seiten wie YouTube und Twitch und so, dass am Ende des Tages du irgendwo natürlich einfach diesen Durchbruch brauchst, beziehungsweise diesen das konstante Interesse. Und das ist natürlich immer sehr schwer zu bemessen. Weil es auch immer so schwer, sehr schwer zu sagen ist jetzt, warum jetzt ein anderes Video schlechter performt hat. So, war das Video schlecht? War das Spiel einfach nicht so interessant? Hat man es schlecht rübergebracht? Und solche Sachen, das kann man halt alles nicht... Da hat man kein Feedback, weißt du? Das kann man nicht so wirklich dann sagen, okay, ich mach's in Zukunft besser. Das Einzige, was man sagen kann, ist halt, okay, das Video hat jetzt 1500 Views, das war nicht so interessant, dann mache ich das Game halt nicht nochmal. So, das ist das Einzige, was man machen kann. Dass man dann sagt, okay, man probiert es, wenn man sagt, das Spiel hat Potenzial und das funktioniert, dann macht man es. Und wenn man sieht, okay, war ein geiles Game, aber die Leute haben es nicht so gefeiert oder das Interesse in meiner Community ist nicht so da, dann lässt man es halt links liegen und zieht weiter. So. Wenn es jetzt dein Job ist. Wenn es aber dein Hobby ist, kannst du eigentlich auch sagen, okay, ich habe Bock, da mehr zuzumachen, weil mir das nicht ganz so wichtig ist, ob ich damit jetzt das meiste Geld verdiene. Ich hoffe, das war jetzt verständlich. War jetzt ein bisschen umständlich ausgedrückt. Aber es ist ja auch ein Thema, über das ich schon länger mal nachgedacht habe. So, gerade als ich jetzt mir überlegt habe, jetzt nach dem Studium, was willst du machen? Willst du jetzt arbeiten gehen oder willst du arbeitsloser YouTuber werden? Oh, noch ein Atom. Nehme ich noch einen? Wir haben einen... Ich habe eigentlich schon Bock, noch einen zu nehmen, weil der Schaden 10.000. Ich glaube, wir machen 50-50. Das gefällt mir eigentlich gerade ganz gut. Blue, viel Glück. So, ich muss mal wieder reinschauen. Echt, sorry. Noch kein Amboss. Nee, warte, ich habe noch kein... Doch, ich habe einen Amboss. Wie? Kein Amboss? Ich werde gebaitet. Ich gehe auch mal. Meine Freundin wird so eifersüchtig. Alles gut, Blue. Ich wünsche dir was. Wäre doch nice. Stimmt, Chris. Aber Problem ist halt immer, ob das dann noch so viel Spaß macht. Potato so entdeckt. Freut mich, Fatality, wenn es dir gefällt. Höre ich gerne. Das stimmt zu. Da stimme ich genau das meine ich als Sir. So, dass dann das Feuer so ein bisschen verloren geht, weil du dir halt denkst, okay, ich muss jetzt was bringen, aber eigentlich habe ich da gar keinen Bock drauf. So. Das ist so die Sache. Und davor, das will ich halt nicht. Und wir kombinieren gerade Jack und Schreiers. Aber steht doch schon im Chat. Ihr seid immer schneller als ich. Ich spiele immer, ja, Homer mag ich ja, aber es gibt so viele.
Und Fabi, ich wünsche dir was. Schlaf schön. Du hast ein bisschen wenig Leben. Das stimmt, ja, Anne, das stimmt absolut. Und ich glaube, wir werden auch nicht mehr lange überleben, weil ich mache auch ein bisschen wenig Schaden leider. Und ich habe auch noch gar keine Bärtierchen, glaube ich, oder? Obwohl, wir machen das, Leute. Schaut mal, wir machen das easy. Oh, shit. Egal, egal, alles gut. Ich sag euch, ich schaffe eine höhere Welle als mit dem anderen Run. Wir kommen weiter als mit dem geilen Run. Der Run ist eigentlich voll scheiße im Vergleich jetzt, im Vergleich. Wir haben halt einfach, glaube ich, bessere Waffen und das carried uns gerade. Obwohl, wir hatten eben Kettenkanonen, die waren auch ziemlich geil. Ja, ich weiß es nicht, was es ist. Also eigentlich bin ich viel, viel schwächer als eben. Ich habe keine Silberkugeln, ich habe, glaube ich, eine einzige Silberkugel. Eben hatte ich 7 oder 8. Aber Vernichter ist halt geil, Vernichter ist halt carry. Ich hatte viel mehr Ringe der Selbstjustiz eben auch schon, also weiß nicht, woran das liegt. Ich glaube, es liegt alles am am Glückspfennig, dass wir den früher bekommen haben und dadurch jetzt einfach viel, viel mehr Items und dadurch viel mehr Stuff zur Verfügung haben. Der Glückspfennig ist ein Schläfer, sag ich euch. Wir haben 1119 Glück, also da sollten wir schon noch ein paar Kisten mit Kredenz bekommen. Ist genug? Ja, das stimmt natürlich, Jules, aber... So geht's. Es geht ja so aktuell. Weißt du, ich schaffe es. Es ist schon wieder wie eben, Mann. Ich spawn rein. Dann chargt irgendwas auf mich und ich sterbe. Ja, weil Leute, heute soll es nicht sein. Leute, heute soll es einfach nicht sein, ey. Ich hab nicht mal gesehen, was das für ein Gegner war. Der hat mich zweimal getroffen und ich war direkt wieder tot. Ach Mann, ey, Leute, wir machen es am Wochenende. Wir machen es am Wochenende. Ich glaube, ich bin zu müde. Ich glaube, ich bin einfach zu müde vom Tag. Wir machen es am Wochenende. Da holen wir uns die 100. Ich hab Bock. Ich bin heiß. Der Run war eh jetzt nicht so geil, muss ich zugeben. Der war schadenstechnisch nicht optimal. Da wäre mehr drin gewesen, mit ein bisschen besseren Start-Items. Es geht ja so. Ja, habe ich, glaube ich, alles schon mitgenommen, tatsächlich. Geht super stark. Wegen Algorithmen und so, wenn du gute Sachen bei YouTube ist. Ja, das stimmt. Naja, Matthias, das ist halt so eine Sache. Ne? Manchmal stimmt das halt schon. Aber ich weiß auch nicht, warum, Damien, warum. Ich bin hier nur am Failen. Bitte erklär die Mod, bitte, bitte. CC, es ist einfach nur... Die Mod ist einfach nur, dass wir zwei Charaktere kombinieren können. Genetically Modified Overkill heißt die. Die kriegst du auf Steam. Und dann kannst du hier sagen, ich möchte zum Beispiel den Glückspilz mit dem König kombinieren. Und dann spielst du die zusammen und kriegst beide Effekte von beiden Charakteren kombiniert. Das heißt... Es gibt Charaktere zum Beispiel. Ich kann euch das einmal zeigen, Leute. Ich zeige euch das einmal. Wir spielen jetzt einfach mal Geist und Ritter. Da seht ihr mal, gucken, ob wir die erste Runde schaffen auf Gefahr 0. Wir gehen jetzt auf Gefahr 0 rein und gucken, ob wir die erste Runde schaffen. Also schaffen, glaube ich, schon. Aber ich sag mal so, Leute. Wir sind, glaube ich, so später keine Schnitte mehr. Wir machen halt immer nur einen Schaden. Du kannst halt einfach die beiden Charaktere kombinieren und dann im Shop, wenn du... Kannst du dir das einmal anschauen. Zum Beispiel hier, jetzt siehst du, wir haben den Ritter und den Geist und die beide funktionieren jetzt praktisch zusammen. Und da die sich natürlich super ergänzen, weil wir 190 Nahkampfschaden verlieren durch unsere Negativrüstung, was ist es halt unmöglich, damit weiterzuspielen. Du stirbst halt gleich in Runde 5 oder so, wirst du weggemacht. Du kannst halt nicht an Schaden kommen. 190 Nahkampfschaden auszugleichen ist völlig unmöglich, bevor du den Schaden brauchst. Und dann bist du halt weg. Deswegen. Deswegen alles easy. Was, Schnappi schon wieder... es funktioniert nicht, wenn du im... Du musst auch die Untermods abonnieren, CC.
Da wird dir so ein Fenster angezeigt. Da stehen dann die Untermods. Und die musst du händisch selber noch installieren. Und wenn du das alles gemacht hast, dann müsste es funktionieren. Wenn es nicht funktioniert, weiß ich nicht, woran es liegt. Dann kann ich dir leider nicht helfen. Ich hatte noch nie Probleme mit einer Mod. Ich kann es dir einmal zeigen. Also du installierst die Mod, du lädst dir die Mod runter bei Steam und dann hast du sie einfach hier. Und dann ist die Mod aktiviert, wenn du sie hier hast. So. Und wenn du die Mod hier reinhaben willst, musst du sie auf Steam einfach nur abonnieren. Und wenn du auf den Abonnieren-Button bei einer Mod drückst, wird dir kurz ein Fenster angezeigt. In diesem Fenster siehst du alle Untermods, die du brauchst. Zum Beispiel brauche ich, damit die GMO-Mod funktioniert, die Mod oder ein paar Mods hier vorne. Ich brauche Expanded, ich brauche Content Loader. Das braucht man, glaube ich. Die musst du dir selber nochmal extra abonnieren. Wenn du die dann alle abonniert hast, dann lädst du dir die Mod runter und dann sollte sie ohne Probleme funktionieren. Und dann kannst du sie hier immer an- und ausmachen. Zum Beispiel bei der Mod jetzt, das ist ganz geil. Da kannst du sagen, okay, ich will ohne die spielen oder ich will mit der spielen. Ich hoffe, das hilft dir. Deswegen, ja, aber Leute, wie gesagt, dann mache ich jetzt auch aus. Sollte nicht sein heute. Ich hatte trotzdem viel Spaß. Ich hoffe natürlich, dass ihr auch Spaß hattet. Ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken, die reingefolgt sind, die eine Kanalmitgliedschaft abgeschlossen haben und auch die generell einfach dabei waren. Vielen lieben Dank an euch. Wenn ihr wollt, sehen wir uns dann wahrscheinlich am Wochenende wieder. Ich werde nochmal versuchen, mir die 100 zu holen. Ich hatte eine Menge Spaß, aber irgendwie hat es nicht so richtig funktioniert heute. Aber ich weiß jetzt, worauf ich achten muss, damit wir das auch hinkriegen. Ich wünsche euch allen natürlich noch eine ganz schöne Woche. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann im nächsten Video wiedersehen oder vielleicht auch im nächsten Stream. Morgen kommt wieder ein neues Spiel auf meinem Kanal. Das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Sehr, sehr interessant. Wieder eine kostenlose Demo und es ist praktisch Potato, aber wir sind ein Planet. So viel sage ich euch. Wird sehr interessant. Ist bestimmt für den einen oder anderen was, aber doch auch schon sehr abgedreht. Sehr abgespaced, könnte man fast sagen. Hat mir aber auch sehr gut gefallen. Ansonsten, ja Leute, ich danke euch fürs Dabeisein. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Abend und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann demnächst wiedersehen hier auf YouTube. Bis dahin, bleibt gesund, habt noch einen schönen Abend und vielleicht bis die Tage. Ich bin raus für heute. Ciao, ciao, Leute. Ich wünsche euch was.